Mein Name ist Renegade und normalerweise werde ich von diesem Mann hier synchronisiert. Und wenn ihr jetzt noch da seid, hallo, willkommen bei Mesh unter Messer. Wir besprechen heute Folge 9. Henry, komm doch wieder nach Haus. Ich bin der Raphael und mein Hirn schaltet sich langsam aus. Der Rest darf sich jetzt vorstellen. Das hatten wir, haben wir jetzt davon, dich das Intro machen zu lassen. Selbst schuld. Das Schlimme ist ja, dass niemand verstanden hat, was du da gerade getan hast, weil die uns gerade die 20 Minuten nicht haben reden hören. Ja, hier ist der Sven, hallo, und das wird eine gute Folge, ich merke das schon. Ja, hier ist die Dela, hi. Ja, und der Michael, der ist auch mal wieder da. Ja, das war ein klasse Intro, danke dafür, Raphael. Fand ich gut. Und ich bin Flo und ich bin nicht getrunken genug für diesen Podcast. Das geht uns heute allen so. Kommen wir doch zu unserer geflissentlichen kleinen Zusammenfassung der Folge. Es geht darum, Henry wird dafür belobigt, dass seine Einheit 99% Heilungschancen hat. Jeweils die Patienten, die dort rauskommen. Und deswegen kriegt er eine Ehrenmedaille, wird noch weiter befördert. Er geht nach Tokio und soll dort Leuten beibringen, wie man genauso effizient ein Mesh aufzieht. Frank kriegt das Kommando, dreht im Roten. Unsere beiden Helden wollen sie ihn wieder zurückhaben, weil es geht mit Frank natürlich total in die Dutten. Und natürlich kommt Henry am Ende wieder zurück und Frank kommt in die Kiste. Ja. Ja, der gewagteste Ansatz in dieser Folge ist ja schon die Vorstellung, Henry wirklich als, ja, ich sag mal, als Teil des Lehrkörpers in die Ausbildung von anderen Leuten zu stecken. Das ist eine sehr gruselige Vorstellung. Ja, aber irgendwo auch recht sinnig. Weil wenn der Typ, der das geschafft hat, so ein Mesh aufzuziehen, er soll das natürlich weitergeben. Ja, geht halt davon aus, dass die Führung da den Hauptanteil hat, was ja immer eine gewagte Annahme ist, aber durchaus eine verbreitete, ne? Ja, wird immer gern behauptet, aber er gibt's ja zwischenzeitlich wenigstens selber zu, dass eigentlich Raider den Laden schmeißt. Und das stimmt ja auch irgendwie. Richtig. Was dann auch niemand lustig findet, außer ihm, ja. Ja. Wobei ich mich hier tatsächlich frage, glaubt Henry, er hätte einen Witz gemacht und alle anderen lachen nicht, weil sie wissen, es ist die Wahrheit? Oder lachen sie einfach nicht, weil er einfach ein fürchterlich schlechter Redner ist? Ja, das ist gut. Er hat da vorher schon Applaus bekommen, weil er gesagt, dass er keine Rede vorbereitet hat. Also von daher. Ja, aber ich war da auch am Zweifeln, weil eigentlich ist es ja so, dass Raider den Laden schmeißt. Ist eigentlich immer der Kompanieschreiber, der den Laden schmeißt. Ja, zumindest im Klischee. Da. Ja, wie gesagt, Henry wird dann weggelobt und auch hier, wir haben in dieser Folge sehr schöne Szenen mit Raider. Und eigentlich am schönsten in der Folge fand ich tatsächlich die Szene, als sich Henry von ihm verabschiedet, so mehr oder weniger total tollpatschig und er denkt schon fast, er sagt jetzt mal tatsächlich im Privaten ein gutes Wort zu mir und so weiter und dann stolpert er da mehr oder weniger wieder aus der Szene raus und wie Raider da guckt, wie betrüppelt er da steht, das hat mir so leid getan. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist wieder wunderschön gespielt zwischen den beiden. Also man nimmt den beiden schon ab, dass da was ist. Ja, das ist auch gut, dass das da so ein bisschen vorher angeteasert wird nochmal für den späteren Verbrauch. Aber die Folge davon, ich habe mal eine Frage. Für wie realistisch haltet ihr es, dass Frank der nächste Commander wird? Oder wurde? Ja. Wieso denn nicht? Naja, vom Rang her ist Frank der Nächste. Aber wäre es nicht eigentlich sinniger gewesen, dass sie da wieder einen Colonel hinsetzen? Das kommt ja später dann. Sinniger wäre es gewesen, Henry nicht in die Ausbildung zu übernehmen. Also das muss ja nicht zwangsweise Sinn ergeben, was sie da so tun. Es ist die Army. Ja, aber das wäre schon so noch Army-Sinn. Da wieder sich irgendwie so ein dickbräsiger Typ hinhockt. Weil den fehlt ja dadurch quasi nochmal ein Chirurg. Weil Henry operiert ja auch. Ah, stimmt. Das heißt.
Aber gut, ja. Vielleicht ist das so ein Interimsding, also dass sie ihn halt quasi jetzt erstmal für, was weiß ich, einen Monat oder sowas in Ruhe lassen und dann wäre halt irgendwann mal ein anderer gekommen, das kann schon sein. Ja, das stimmt. Oder Frank hofft auf eine Beförderung, kann ja auch sein. Wobei das dieses Mesh ja ohnehin mit Ärzten sehr unterbesetzt ist, also bei tatsächlichen Mesh-Einheiten gab es viel, viel mehr Ärzte, was ja auch logisch ist bei der Menge an Patienten, die da durchgehen. Ja, die haben eigentlich jetzt mit Henry zusammen, haben die aktuell nur 5 Ärzte. Stimmt. Ja, es kommt darauf an, wie man Spearchucker und Ugly John noch mitzählt. Ja, Ugly John ist ja Anästhesist. Ja, genau. Ja. Und Spearchucker ist Chirurg. Richtig. Wie ist denn hier überhaupt die Besetzungsstärke? Also jetzt mal mit allen Leuten, die da so rumwuseln. Ist die wenigstens halbwegs durchschnittlich oder ist die auch eigentlich als Gesamteinheit sehr klein? Ja, das sehen wir ja eigentlich nie, wie viele Leute da wirklich sind. Wir sehen ja immer nur einen kleinen Teilausschnitt. Ja, du siehst im Prinzip ja im Vorspann das Mesh von oben. Also groß ist es nicht. Kommt das Camp insgesamt immer zu klein vor? Ja. Mir eben auch, deswegen. Ja, stimmt, wenn du auch mal bedenkst, wie viele Zelte da stehen, du siehst das Messezelt, wie viele Leute da teilweise drin sind bei den Vorträgen, die passen da gar nicht rein. Also die passen in den Rest nicht rein, meine ich. Ja, die Maße sind, wie die Zeiteinheit, wenn die Serie spielt, etwas wackelig. Vielleicht ist das Mesh auch eine TARDIS. Bevor wir jetzt ganz abdriften, danke. Ja, also eine meiner absoluten Lieblingsszenen in der ganzen Serie ist in dieser Folge und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welche das ist. Das ist, wo Frank dann frisch in das Zelt von Henry eingezogen ist und versucht, Hawkeye und Trapper zum Salutieren zu bringen. Ja. diese halbe Geste so macht und dazu irgendwie diese Geräusche. Ja, aber gut, er schmiert es ihn dann ja später auch nochmal aufs Brot, wo er mit der MP die Distille abholen lässt. Ja, unter Waffengewalt, wohlgemerkt. Ja gut, da muss man sagen, da haben die Eskalation angefangen und haben zuerst die Kasper-Klatsche rausgeholt. Ja, aber ich fand ich habe so ein schönes Zitat von Hawkeye, wenn das dann weitergeht mit Frank und er tatsächlich morgens die Leute mit dem Horn wecken lässt. Und wie entgeistert Hawkeye guckt und sagt, hey, ich glaube, wir sind in der Army. Ja, das stimmt, das war sehr schön. Aber cool fand ich auch, wie Raider sich, obwohl er ja Frank genauso hasst wie alle anderen, aber komplett nahtlos mehr oder weniger genauso auf seine Abläufe einstellen kann wie bei Henry. Ja, vor allem es auch wieder vorhersehen kann. Genau. Frank sagt, ich bin nicht Henry, das können Sie bei mir nicht. Und der Raider macht es trotzdem direkt wieder im Anschluss. Großartig. Ich bin mir sogar fast sicher, dass er beim ersten Mal schon richtig lag. Und so vom Timing her, wo er dann sagt, so ja, ich wollte nicht das und das, obwohl er da, glaube ich, noch gar nicht drauf geguckt hat. Er liegt also nicht nur beim ersten Mal, sondern auch beim zweiten Mal schon richtig. Genau. Ja. Aber ich muss auch sagen, das ist mir so aufgefallen bei Frank. Der versucht, so eine West Point-Nummer abzuziehen. Ein Laden, in den er selber nie reinkommen würde. Die würden ihn nicht mal in der Tür klingeln lassen. Er ist ja auch nicht dahin gekommen, um gemocht zu werden, worauf im Raider ihm ja sagt, you sure came to the right place. Ja. Hier wirst du auch nicht gemocht. Alles richtig gemacht. Ja, man plant ja sogar schon Morde mit Arsen, in den Helikopterrote reinlaufen lassen. Eine amtliche Enthauptung hatten wir länger nicht mehr, ja. Der Satz hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Gut. Wir hatten da insgesamt einige sehr kreative Ideen. Aber sie denken ja dann zum Glück nach, bevor sie zu solchen Maßnahmen greifen und stellen fest, ja scheiße, dann schicken sie uns im Zweifelsfall den nächsten Kommisskorb. Da haben wir im Zweifelsfall gar nichts bei gekonnt. Ja, wenn sie Pech haben, kriegen sie einen Hautarzt, sagen sie ja. Ja. Auch sehr schön, Henry was one of us. Way to insult a man behind his back. Ja, Frank ist halt hier auch wieder unglaublich anstrengend in dieser Folge. Also, er geht mir hier wirklich wieder übelst auf den Sack. Gerade mit seiner ganzen Kröfatz-Attitüde, die er hier an den Tag legt. Aber andererseits muss ich mir ganz ehrlich sagen, also den Sauhaufen befehligen wollen will ich auch nicht. Nee.
Das ist ja das Spannende, dass, um da schon mal vorzugreifen, dann ja später Potter kommt und den Laden doch in der Tat ziemlich gut im Griff hat mit allen Ecken und Kanten. Aber der kann's halt auch. Im ja. Gegensatz zu Henry, der es nie wollte, und Frank, der es halt nie gekonnt hätte. Ja, und eigentlich ist ja auch Potter später das, wovor sie Angst haben, ein Berufssoldat. Genau. Aber einer, der mehr Scheiße mitgemacht hat und deswegen auch weiß, das ist die Vorschrift und das ist das Leben. Und einfach für die ganzen Leute da ein bisschen der Papa ist. Ja, und dann geht's einmal mehr nach Tokio in der Serie. Oder hatte noch jemand was? Nee, genau. Aber wir sind jetzt hier tatsächlich in Tokio oder sind wir in Seoul? Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Nee, ist Tokio. Ist Tokio. Okay. Das ist das Haupt, Hauptquartier. Und dort sieht man eigentlich nur Henry, wie er so schön in einer Wanne planscht und von einer jungen asiatischen Dame die Schulter massiert kriegt. Und dann tauchen plötzlich Trap und Hawkeye auf und denk mir nur so, was haben die ganze Zeit da unten gemacht? Trägt Henry eine Badehose? Ich will nicht drüber weiter nachdenken. Und versuchen ihn halt. Ist eigentlich ein Mesh-Porno. Es gibt Mesh. Ja, da kommen wir später mal dazu. La. Ich habe mal gesucht und naja. Ich habe in meinem Faktenbuch zu Mesh einige Titel entdeckt. Wenn ich die Filme entdecke, werden wir mal drüber reden in einer Sondersendung. Ja, ich bitte drum. Die müssen dann auch geguckt werden. Mesh unter Messer After Dark. After, ja. Ah. Verdammt, Busch. Ja, und wir haben ja hier in dieser Folge auch wieder den Auftritt der Schauspielerin, die Yang He gespielt hat in The Moose. Das ist nämlich die junge Dame, die hier in dieser Szene dann Gitarre spielt, eine von den beiden. Ach, deswegen kam die mir so bekannt vor. Ja, da die angemalt und stark kostümiert waren, bin ich sehr froh, dass ich mir jetzt nicht den Schuh anziehen muss, sie nicht erkannt zu haben. Ja, sie wird auch nicht im Abspann genannt, also, aber sie ist es auf jeden Fall. Wurde nur von dem schlechten Gesang abgelenkt. Ja, ach, insgesamt, du hast recht. Insgesamt habe ich mir aufgeschrieben, das Heilige- oder Hure-Klischee speziell für die asiatischen Frauen ist in der Serie schon echt stark, oder? Ja. Ja. Also, aber andererseits, fairerweise muss man sagen, mit demselben Klischee spielen sie ja bei Hot Lips auch. Da ja, ist ja auch ihre mütterliche Seite, wenn sie dann Frank wieder mal an ihre Brust drückt und so weiter. Also fairerweise, das zieht sich, glaube ich, durch alle Frauen in der Serie. Aber ich finde es auch so schön, wie sie versuchen, ihm da schlecht zu reden und er ist eindeutig im Geisha-Himmel. Wie er schon gesagt hat, 2-3 Vorträge und ansonsten lässt das sich gut gehen. Ja, wobei, ich sag mal, das, was sie da so versuchen und ihm so erzählen, das ist ja im Prinzip nur, damit er keinen Verdacht schöpft, als dann die Bombe platzt, ne? Genau. Ich denke, die arbeiten sich so ein bisschen vor. Erst kommen sie ihnen damit, dass ja Frank das runterwirtschaftet. Und sie versuchen ihm wirklich mit verwaltungstechnischen Dingen zu kommen, aber das interessiert ihn scheiß. Es fällt hier auch der schöne Satz, was ist denn mit Frank? Ach, der kackt wieder gegen den Wind. Ja. Sehr schön. Aber wurde Leslie, also die Freundin von Henry im Camp, überhaupt schon mal namentlich erwähnt vor dieser Szene? Ist es mir einfach nicht aufgefallen oder passiert das hier dann zum ersten Mal? Ich glaube nicht. Es passiert zum ersten Mal. Es kann aber auch daran liegen, dass diese Folge als zweites nach der Pilotfolge produziert wurde und erst später ausgestrahlt wurde. Spannend genug, dass trotzdem total eindeutig ist, wer gemeint ist. Ah, deswegen hat Hu-Yeon auch wieder eine Sprechrolle in der Folge. Vermutlich. Der Semesterferien. In der Folge davor hatte er keinen Text mehr, außer vielleicht mal eventuell schreien. Aber ich weiß nicht, ob das gezahlt wird. Obwohl, wahrscheinlich ein unbezahltes Praktikum. Ja, aber dann holen sie halt auch auf jeden Fall die Cache raus, die sie Henry doch am Sack kriegen, an seiner Beziehung zu Raider. Was sie ja vorhin schon angesprochen hat, dass das ja schon so angeteased wird, dass die beiden was Besonderes untereinander haben. Mhm. Und dass es Raider richtig schlecht geht. Und ach, das hättest du ihm doch nicht erzählen dürfen. Und er springt natürlich sofort drauf an. Gut gespielt. Also so auf der einen Seite, dass der Schauspieler es hinkriegt, dass sein Charakter das nicht so ganz hundertprozentig glaubwürdig spielt, während er zu uns zur Kamera blickt, aber Henry es hinter ihm doch glaubt. Das war also, fand ich sehr schön. Das hat er gut auf den Punkt geschafft. Sehr schön. Ja, und tatsächlich glaube ich halt auch wirklich auch den beiden Schauspielern, dass da durchaus eine echte Freundschaft dahinter war. Ja, es kommt im Dialog ja auch raus, ne? Weil Hawkeye sagt ja zu Henry,
Raider ist der einzige Freund, Entschuldigung, du bist Raiders einziger Freund. Nee, aber ich meine jetzt auch auf der Ebene der Schauspieler selber, also innerhalb des Teams. Ich glaube tatsächlich, dass die auch wirklich Freunde waren, in einer gewissen Weise. Und nicht nur Kollegen. Gary Berghoff soll sehr schwierig gewesen sein. Und der Darsteller von Henry tatsächlich auch. Ja, aber ich glaube, es könnte sogar Henry gewesen sein. Also es geht dann gegen Ende, als eben tatsächlich dann bei Berghoff der Burnout und so weiter und so fort. Und es dann wirklich darum geht, dass er sich tatsächlich benimmt wie ein Arschloch. Wurde er wohl auch von der Fangemeinde recht sehr angefeindet später. Und da ist ihm auf jeden Fall einer aus dem Team sehr beigesprungen. Das war Jamie Farr. Das war Klinger. Ah, okay, das war Klinger, okay. Genau, weil der Darsteller von Henry, da sagen wir mal so, die haben ihn auf so eine arschige Weise da rauskatapultiert, dass er nie wiederkommen kann. Der hatte danach nicht mehr viel damit zu tun, der Schauspieler. Okay, nee, ich wusste nur, dass ihn einer da sehr öffentlich verteidigt hatte. Das war aber Klinger, das war Jamie Farr. Also die beiden waren wohl auch, oder sind auch immer noch. Okay. Freundet. Apropos gutes Schauspiel, beziehungsweise nicht gutes Schauspiel, Raider hat das ja nicht so drauf mit dem Krankenspielen. Nein. Ja. Bist du es? Mutter. Mama. Oh, und dann diese herrliche Szene, als er aufspringt und zum Telefon rennt und alle stehen bleiben und ihn angucken und er, oh, the pain, und sich an den Stuhl fallen lässt. Soll ich eine Leitung zu dem Alten legen? Ja, machen Sie es. Ja, aber halt tatsächlich auch wirklich, wie reflexhaft er einfach seine Arbeit macht, fand ich halt wieder unglaublich genial. Ja, er organisiert seine eigene OP. Genau. Ja. Weil natürlich Henry denkt, das ist alles scheiße, ich mache ihn auf, dann weiß ich, was los ist. Während Frank daneben steht und alles anzweifelt. Und wie diebisch der sich freut, als er recht hat. Und wie er versucht, Frank da so richtig raus zu Korinthenkacken. Ich weiß nicht, was habt ihr davon gehalten? Ich habe halt die ganze Situation schon nicht verstanden, wie es überhaupt passieren konnte, dass Trapper und Hawkeye von Frank die Erlaubnis ja in irgendeiner Form gekriegt haben müssen, überhaupt das Camp zu verlassen, um nach Tokio zu fahren, um Henry wiederzuholen. Na, das hat der Raider getrickst. Da hat Raider wieder mal seine Magie spielen lassen. Genau. Die hätten sich auch nach Deutschland verlegen lassen können. Dafür hat er auch einen Schein in der Tasche. Richtig. Okay. Gut, und Frank werden sie irgendwie genauso im Bären aufgebunden haben. Ja. Aber ich muss auch sagen, Frank hatte schon so seine Punkte. Eigentlich hätte das Henry nicht einfach so machen dürfen. Und ja, Frank ist ein Arsch, aber er hatte eigentlich recht. Er war zu dem Zeitpunkt der Commander. Richtig, ja. Und dass Henry das einfach so wieder zurückkriegt, das Kommando, das dachte ich auch so, ob das so einfach gewesen wäre. Man hätte doch die Army einfach sagen können, so, nee, leck mich, du bildest da weiter aus. Ja, schon, aber ich glaube tatsächlich, das ist wieder dieses Ding. Sie wollten ihn jetzt auf den angenehmen Weg wegloben, sag ich mal. Aber gerade durch diese Tatsache, dass sie ihn ja als so hohes Tier und so weiter dann auch wieder ausgezeichnet haben, gibt ihm natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine ganz andere Argumentationsbasis zu sagen, ich mach jetzt einfach. Das interessiert die Armin Scheiß. Ja. Mhm. Er ist ein Angestellter, der hat dorthin zu gehen, was sie ihm sagen. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite könnte man natürlich die Argumentation führen, dass die speziell in diesem medizinischen Bereich schon wissen, dass ihre Leute besser arbeiten, wenn sie zumindest so einigermaßen glücklich sind. Und ich meine, die haben damit ganz, ganz vielen Zivilen zu tun, also ja in dem Fall ja quasi fast alle, außer so Leuten wie Frank. Und naja, wenn der dann halt sagt, pass mal auf, also das wird hier alles nix, ich gehe dahin zurück. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man da dann auch mal nach Kompetenz handelt und nicht nur nach Lehrbuch. Also du hast natürlich recht, aber ich halte es nicht für völlig unrealistisch, sagen wir es mal so. Nein, aber ich halte es auch für unwahrscheinlich. Also die Sache war ein bisschen glatt, aber das ist natürlich der Story geschuldet und den Gag. Genau. Aber ich denke, 25 Minuten Episodenlänge oder was wir da haben, ja. Richtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach der Generalis einer seiner Sauf- und Pokerkumpanen ist und vielleicht hat er einen von dem auch schön mit einer Geisha in der Badewanne erwischt, wer weiß. Es ist so eine Lösung, wie man es aus Ein Käfig voller Helden kennt. Und wir haben ja auch wieder den Autoren, der sehr viele Folgen dieser Serie geschrieben hat. Also wahrscheinlich ist es einfach nur, weil es so ist. Lazy Writing.
Na, ist das wirklich lazy oder sind es halt einfach, hey, wir haben 25 Minuten Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Also das will ich jetzt gar nicht. Also ich sag mal, der Teil, wie er das dann noch dealt und hin und her schiebt und da irgendwie noch bestechen muss und so weiter, den muss ich nicht sehen. Den muss nicht in die Folge, der kann ruhig offscreen passieren. Ja, aber das kann man mit ein, zwei Sätzen einfach abhandeln. Aber die Tatsache jetzt mal unabhängig davon, ob es funktioniert hat oder nicht, aber was ich interessant fand, war wirklich die Tatsache, dass Henry, obwohl er sich ja auf seinen Rang und so weiter alles nichts einbildet, aber in dem Moment, wo er wieder das Gefühl hat, er wird gebraucht oder ihm wird das Maul gepinselt und so weiter und so fort, und er ist auch für die Einheit wichtig, dass er in dem Moment auch, ich will nicht sagen machtgeil ist und den Posten wieder haben will, sondern dass er einfach wirklich sich tatsächlich komplett über Franken wegsetzt. Er spielt das erste Mal wieder groß seinen Rang aus, ja. Anders versteht es Frank ja aber auch einfach nicht. Eben. Gut. Ja, dann sind wir eigentlich noch durch. Hat noch jemand was zu sagen? Irgendeine Anmerkung? Ja, als wir vorhin gesagt haben, dass das Camp womöglich eine TARDIS ist, das könnte nämlich erklären, warum Raider einen Comic liest, das erst 18 Jahre später erschienen ist. Es erklärt aber nicht, warum Henry mit einem Hubschrauber landet, der 1955 zwar dann in Dienst genommen wurde, also auch ein paar Jahre später, der aber französisch ist und nie in der amerikanischen Armee verwendet wurde. Und vielleicht ist Henry auch ein Time Lord. Wenn er stirbt, regeneriert er zu Potter, aber in der Vergangenheit dient dann in den anderen im Weltkrieg und übernimmt dann so wieder seine Einheit. Wir hatten letztens eine Folge, die hieß im Original General Surgeon Who. Und keiner von uns hat einen Doctor Who-Witz gemacht. Das war sehr enttäuschend. Skandalös. Ich könnte jetzt sagen, was ich von Doctor Who halte, aber ich fürchte, da bin ich hier raus. Nein, ich bin dabei. Gut, ich habe auch noch was. Und zwar, er sagt dann in Tokio, dass er irgendwie einen Hubschrauber rufen lassen möchte, um damit zurückzufliegen. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, der Flug dauert heutzutage irgendwie von Incheon nach das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, von dem Flughafen von Seoul nach Tokio oder zurück, irgendwie so über 2 Stunden. Weiß gar nicht, mit dem Hubschrauber wird das nicht ein bisschen eng? Wie wollen die denn fliegen? Und naja, gut, aber. Es muss ja nicht so ein kleiner Helikopter sein, die haben ja auch größere Transportmaschinen. Und vor allem hätten Hawkeye und Trapper ihn nicht aus Tokio zurückgeholt, hätte er nicht am Ende von Staffel 3 nach Tokio fliegen müssen und es wären viele schlimme Sachen nicht passiert. Ansonsten aber, um der Sache nochmal einen positiven Schlusston zu geben, was ich auch noch sehr schön fand, war tatsächlich die Abschlussszene, wie Henry eigentlich erstmal den Boss raushängen will und sich dann aber letzten Endes zu Schnaps und Kartenspiel dazusetzt und Raider den Arm um die Schulter legt, wie eine Vaterfigur, die er gerne sein möchte für ihn. Ja, das ist so schön am Ende, hast recht. Noch ein schönes Zitat von ganz am Anfang, wo wir so drüber hinweggehuscht sind, wo Hawkeye Frank das Herumlungern, das Loitering in front of an operating table vorwirft. Was für eine herrliche Formulierung. Ja, mir ist auch tatsächlich das aufgefallen, was der Data schon aufgefallen ist. Das hätte ich jetzt auch gerne so als Abschlussbewertung noch dazu gesagt. Aber gut, ist sie mir zuvor gekommen. Ich kann mich aber dem vollumfänglich anschließen. Das fand ich auch sehr schön. Ja gut, dann können wir doch eigentlich jetzt mal zur Bewertung kommen. Wie bewertet ihr die Folge? Ja, ich fange einfach mal an. Ich fand das eine der schöneren Folgen. Ist jetzt keine meiner absoluten Favoriten, aber hat sicherlich ihre Fehler, aber ich würde trotzdem 4 von 5 Vorlesungsblöcken geben. Ja, ich würde sagen 6 von 10 Gitarre spielenden Geishas. Mir hat die Folge zwar gefallen, mir war sie aber doch in großen Teilen doch zu langweilig. Und wie gesagt, ich mag eigentlich die Frank-Folgen nicht so gerne. Aber ich hatte sehr viel Spaß an Raider. Ja, Micha? Ach, ich dachte du. Ja, ich mache als Letzter, ich bin der Moderator. Ach, Entschuldigung. Ach ja, Verzeihung. auch für mich eine der schöneren Folgen. Ist doch da mal so das Thema Freundschaft oder intensive Beziehungen endlich mal besser thematisiert als sonst. Dargestellt in der Freundschaft zwischen Frank und Raider. Oh, Entschuldigung. Ha, was für ein Fehlgriff. Henry und Raider meine ich natürlich. Ich fand sie sehr schön und vergebe dafür eigentlich 7 von 10, was fällt mir ein, Freundschaftsringen unter Männern. Sprich, Pull-Offs von
Bierdosen. Ich kann es nicht fassen, dass ich mich wieder Dela anschließen muss. Das haben wir sonst selten. Aber ich sehe es genauso. Also die Folge ist nicht schlecht, aber sie zieht sich ein bisschen. Ich bin auch nicht so der Frank-Fan. Und ich werde auch 6 von 10 Badehäusern geben. Jo, dann bin jetzt noch ich dabei. Ich bin eigentlich ein Frank-Fan, auch wenn ich ihn so nicht mag, aber ich mag die Folgen mit ihm, von dem kleinen Frettchen-Gesicht. Ich fand die Folge allerdings unglaublich schleppend und langweilig und deswegen gibt es von mir auch nur 3,5 Mamasans. Ja, und dann würde ich jetzt auch sagen, mit diesem wunderschönen Bild entlassen wir euch und da wir uns ja hier in der TARDIS 4077 befinden, hören wir uns letzte Woche wieder. Tschüss. Ciao. Bis denn. Hallo Ali und herzlich willkommen in Korea. Naja, nicht ganz, zumindest beim Mesh unter Messer Podcast, dem Podcast, der sich alle Mesh-Folgen angucken wird. Und mir ist neulich mal wieder klar geworden, wie viele das sind. Naja gut, heute haben wir nehmen wir uns die 10. reguläre Episode vor, im Englischen I Hate a Mystery. Wie heißt die Folge auf Deutsch? Weiß das jemand? Der Dieb will nur das Beste. Hat die Übersetzung ja voll zugeschlagen. Ja, ja. Ja, und in dieser Folge geht es um eine mysteriöse Serie von Diebstählen, die alle möglichen, naja, auf der einen Seite sehr trivialen und auf der anderen Seite sehr persönlichen Gegenstände angeht. Geht los mit dem Rahmen um das Bild von Franks Mutter und endet bei Angelrollen und ähnlichen Dingen. Und Henry muss seine volle Autorität einsetzen und eine Durchsuchung des Camps durchführen, um dann am Ende doch nicht auf den wahren Täter zu kommen, aber dazu kommen wir dann nachher. Ja, wir sind einmal ich, der Sven, hallo, und wer ist denn noch da? Ja, hi, hier ist die Tela, wie immer. Egor, hallo. Ja, hier ist der Raphael, und wer hat mein Gebiss geklaut? Sapo, hallo, ich klaue hier niemals nix. Und ich bin Flo John. Das ist hier Chucker Flo John, genau. Ja, sehr schön. Wir haben alle schon ein ganz kleines bisschen vor der Sendung darüber geredet, dass irgendwie wir diese Folge allerhöchstens halb gut fanden. Da werden wir sicherlich nachher noch ausführlicher drauf kommen. Fangen wir mal am Anfang an. Das Erste, was wegkommt, ist der Sterling-Silber-Rahmen um Franks Mutter. Ja, das Schlimme ist ja, dass nicht nur der Rahmen wegkommt, sondern so wie ich das verstanden habe, tatsächlich das ganze Bild drumherum auch. Ja, genau. Und hier merken wir ja wirklich das erste Mal, was für eine Beziehung Frank zu seiner Mutter hat. Das heißt, diese ganzen Szenen, als er sich bei Hot Lips an die Brust kuschelt und mütterlichen Trost sucht, die kriegt dann dadurch, glaube ich, für mich auch nochmal einen ganz anderen Geschmack. Ja. Ja, er hat da irgendwie so ein gewisses Muster. Moment mal, das Bild ist doch noch da. Das hat er doch in der Hand, oder habe ich das verpennt? Nee, stimmt, ja. Stimmt doch, er hat das Bild in der Hand, ja. Um das Bild rankt sich auch eine urbane Legende. Angeblich ist es dasselbe Bild, was eine alte Frau in dem Film Tarzans Greatest Adventure in der Hand hält. Scheint aber doch nicht zu stimmen. Es ist wohl doch einfach nur ein so dieser Bilder, die mal mit dem Rahmen kommt. Das Bild war schon im Rahmen, ja, genau. Ja, und ich habe hier die lustige Verschwörungstheorie gehört, das machen wir ja öfters in der Serie, dass zum Beispiel so Namen von Leuten aus der Crew beziehungsweise deren Eltern und so weiter verwendet werden. Und ich habe mal die Legende gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass das tatsächlich irgendjemand aus der erweiterten Familie oder Freundeskreis der Crew gewesen wäre. Ja, ne? Ja, auch das kann nicht bestätigt werden, man weiß es einfach nicht. Wir werden es nie erfahren. Ja, verdammt.
Vielleicht war es auch aus einer Zeitung ausgeschnitten. Ja, ein größeres Mysterium als dieser Fall, oder? Ja. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen. Kann das sein, dass da Frank und Hawkeye sich das erste Mal wirklich duzen? Ich meine vor, dass Frank immer ihn gesiezt hat. Ist mir im Englischen jetzt nicht aufgefallen. Ja, okay, da gibt es das ja auch nicht. Aber es werden ja noch ein paar Leute auf Deutsch gucken. Du kennst ja YouTube nie, ja. Ja. Kann durchaus sein. Ich habe aber nicht drauf geachtet. Ist mir auch nicht. Ist mir aufgefallen, auf jeden Fall. Nee, weil es war halt nur, weil er sagte, dass er sagt, Pierce, du gehst mir auf die Nerven, so in der Richtung. Nur aufgefallen. Was ich ganz spannend fand, ist, dass ihm der Rahmen, gut, nur der ist ja jetzt auch nur weg, dass ihm der Rahmen dann irgendwie doch wichtiger zu sein scheint als das Bild von seiner Mutter. Ja. Das ist so, okay, ich meine, also von netten Dieben zu reden ist immer schwierig, das ist mir klar, aber ich meine, wenn der Dieb ein richtiger Arsch wäre, dann hätte er ja das ganze Ding mitgenommen und nicht nur in Anführungszeichen den Rahmen und das Bild stehen lassen. Er hat das Wertvolle halt mitgenommen. Hast du die Mutter gesehen? Die habe ich auch nicht mitgenommen. Genau, ganz genau. Als wenn es bei einer Mutter ums Aussehen auch, also ist schon. Das ist, was dein Vater also gesagt hat. Okay, Flo, geh dich schon mal warm laufen, ja. Oh Mann, apropos Aussehen, ich find's auch sehr schön, dass das Erste, was Frank dann zu Margaret sagt, als in ihr Zelt stürmt, wo sie sich da gerade diese Gesichtsmaske auftut, you look awful ist. Ja, schönen Dank, du mich auch. Ja, aber auch generell, wie sie halt wieder reagiert. Ich meine, also ich habe immer so den Eindruck, sie ist schon so ein bisschen genervt von seinem ständigen Hysterie-Mutterkomplex. Ja, und so natürlich, klar. Welche Frau wäre das nicht? Ja, aber manchmal natürlich. Aber manchmal genießt sie das auch. Ja, es kommt immer bei ihr, glaube ich, drauf an. Ja, wenn sie dann sehr im Fokus steht. Natürlich. Beide, sie haben beide sozial manchmal so ein bisschen Pech. Also von daher. Das Pech ist super, die Beschreibung. Aber wie egal es ihr auch zu sein scheint, dass der Rahmen weggekommen ist. So, ja, es ist deine Mutter, komm drüber weg. Bis das ist aber Bösen allen weg sind. Ja. Genau das. Es ist nämlich allen immer egal, was bis ihr Zeug weg ist, bis ihr eigenes Zeug weg ist. Und das zieht sich durch die komplette Folge. Und da muss ich sagen, das war auch die eine Sache, die ich wirklich gut fand. Und es sind ja alles Dinge, wo man sagen kann, naja gut, es ist ein Bilderrahmen, es ist ein Löffel. Aber auch Sterling-Silber, der Bilderrahmen. Ja gut, aber es ist eine Uhr und ein paar Bürsten. Jetzt alles Dinge, wo man sagt, naja, es ist auf der einen Seite verständlich, dass es für die Leute halt einen hohen emotionalen Wert hat und für sie wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch wirklich Alltagskram. Ja gut, aber gerade in Kriegszeiten ist natürlich auch Alltagskram eine Sache, die du so leicht nicht ersetzt kriegst. Ja genau, einmal das, umso mehr, dann noch, es hat noch eine persönliche Bindung, ein Zuhause halt. Und noch. Vor allem kriegt man nicht so einfach ersetzt eine vergoldete Angelschnurspule mit aufgesetzten Edelsteinen. Ja. Und da fand ich überhaupt, das ist eine der grandiosesten Szenen, wie sie, also ich weiß nicht, ob sie sich Illusionen gemacht hat, dass er ihren Antrag macht, so wird es zumindest erstmal gezeigt. Aber wie sie hoffnungsvoll auf diese Schatulle guckt und auch dann auf einmal anfängt, ja, das ist, ich hab dir einen goldenen Angelschmuck. es tat mir schon fast leid. Ja, aber, der Gesichtsausdruck war super. Ja, vor allem auch, ich fand es auch noch viel schöner, als anfangs dieser ausgestopfte Fisch da kam. Ja. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein singender Fisch. Ja, das wäre wieder ein Anachronismus gewesen, vermutlich, weil es die zu der Zeit noch nicht gab. Ich will noch mal kurz zu der Szene davor mit Frank und Margaret springen, wo sie dann nach ihren Bürsten verlangt und er sagt im Original im Englischen, I don't think spanking them will do any good. Also schon spannend, dass sein allererster Gedanke bei den Bürsten ist, damit jemanden zu versohlen. Okay, weil ich habe mich im Deutschen mich gefragt, da sagt er nämlich, ja, ihn eine überziehen wird auch nichts bringen. Da dachte ich, wie kommt er jetzt von Bürsten auf überziehen? Okay, also es ist, im Englischen ist es auch nicht viel besser. Das stimmt, ja. Na, da gibt's schon dieses Ding, irgendwie jemand mit so einer Haarbürste den Hintern zu versohlen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das scheint irgendwie so ein Fetischding zu sein und das scheint irgendwie in der Popkultur im Amerikanischen verankert zu sein. Wo das herkommt, weiß ich ja auch nicht, aber ich nehme dafür noch ganz so in älteren Mädchenferienromanen gelesen, was so aus der Ecke von Ja, Jahren ich habe da jetzt auch so Internatsbilder im Kopf. Ja. Was habt ihr alles damals Schul besucht? Also ich nehme für sowas noch ganz klassisch eine Hand. Da klatscht das noch schön. So.
Es ging ja jetzt um Mädcheninternatsbücher, die haben zartere Hände, da braucht man verstärken. Geht jetzt auch nicht um Kinkshaming, also mach mal, ja. Alles in Ordnung. ja, aber danach geht's doch auch, glaube ich, recht schnell zu dem Meeting im Zelt mit allen Opfern, oder? Ja, mit ja, ja. Henrys absoluter Demonstration von Autorität. Nicht. Ja, wieder einmal muss Raider schreien, Ruhe jetzt! Genau. Und ich finde es so schön, es hören zwar alle auf, aber Margaret und Frank mit einer kleinen Geste so schön charakterisiert, die stehen auf und stehen stramm bei Raider. Mhm. Das finde ich halt auch so lustig, dass wir haben ja in der einer der letzten Folgen schon gehabt, Raider funktioniert ja auch mehr oder weniger komplett auf Autopilot, was seine Pflichten angeht. Ja. Und hier finde ich das lustig, dass sie eben auch, obwohl es Raider ist und keine befehlshabende Gewalt in dem Sinne, dass sie genauso eben wirklich nur auf die Ansprache reagieren. Ja, ist auch Autopilot. Perfekt. Ja, ja. Genau, der militärische Drill. Ja, wobei das ist im amerikanischen Militär, meine ich, schon gängig, dass ab einem gewissen Offiziersrang der oder die Offizierin irgendwie einen Sergeant oder so dabei hat, die dann für sie rumbrüllen. Da wird da nicht mehr selber gebrüllt. Also dieses Tellen hat und dann stehen alle auf, so, das ist schon... Also bei all meinen Kontakten mit dem amerikanischen Militär, da wurde immer selbst gebrüllt. Ja, da brüllt der General noch selber. Ja, mein Vater sagte mal über die deutschen Admiräle, da die alle keine anständige Kommandostimme haben, müssen die sich da immer so eine Anlage hinstellen lassen. Aber wir haben jetzt noch zwei schöne Szenen übersprungen. Die eine Szene im Lager, wo man denkt, der Täter kommt und es ist Fummeltrapper. Ja. Fummeltrapper ist ein schöner Ausdruck. Und die Szene mit unserem Gin-Poeten Hawkeye, wie er dann wirklich das Eingießen super. Des Gins dirigiert. Ja, das fand ich so geil. Oh, es fließt ins Glas und jetzt kommt der Quirl. Deswegen habe ich mir auch was eingegossen. Ja. Aber oh, die ist super, die Szene. Ja. Die ist toll, echt. Ja. Ich stelle mal ein kleines. Ja. Warte. Ah. Nein, aber tatsächlich war Hawkeye in dem Moment auch tatsächlich derjenige, der mir leid getan hat. Weil bei allen anderen, wie gesagt, so eine Haarbürste kannst du dir unter der Hand halt erstmal eine andere besorgen. Aber ich glaube, so ein Quirl-Dings, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger zu bekommen. Ja, muss man, zu den Zeiten, ja. Muss man aber sagen, es war ein silberner Sektquirl und die Bürsten, die hat man ja später auch noch mal bei Henry im Schreibtisch gesehen, die sahen auch nicht so Standard aus. Die sahen auch so aus mit Silberapplikationen und Horn und so ein Kram. Das sah auch alles ein bisschen teurer aus. Also ja, ich rede jetzt von diesem Effekt. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon dieses, du freust dich auf etwas, wenn du von der harten Schicht kommst und auf einmal hat dir jemand den Schlaps weggeschüttet oder hat das Badewasser nicht eingelassen. What? Und ich glaube tatsächlich, das ist dieser Moment. Bei Hawkeye ist das tatsächlich eine Sache, die er im praktischen Wert, nicht vom ideellen Wert oder vom finanziellen Wert, aber was er auch vom praktischen Wert echt schwer ersetzen kann. Ja, mein Gott, du kannst deinen Gin auch mit einer Zange quirlen. Das ja, ist aber shit, komm, er hat doch ein bisschen Stil noch bei der ganzen. Dann sollen sie den Gin gefälligst schütteln, wie sich das gehört, und nicht rühren, verdammte Höhlenmenschen. und irgendwie bitte. Bist du da mit den Bürsten nicht so wie ich. Also wenn meine Original, also die Bürste weg wäre, das wäre jetzt keine Katastrophe, aber ich wäre unleidlich. Ich habe zwar noch eine Ersatzbürste, aber die ist halt wirklich nur ein Ersatz. Also ich hänge an meiner Bürste. Ich hing mal an meinen Haaren. Und jetzt kannst du mal ungefähr raten, warum ich auf eine Bürste scheiße. Raphael, ich fühle mit dir. Also das, ich hänge immer noch physisch an meinen Haaren. Also das, ja, ich auch, aber die sind alle gewandert. das ist das Thema auch schon auf der Babcon gewesen, wie man ja wieder mitgekriegt hat, der Nachbesprechung, der kreisrunde Haarausfall. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir müssen alle hinten gepudert werden. Ja, ich habe neulich so ein Bild von mir auf Twitter retweetet von einer Metal Night, wo ich dann auch schon gedacht habe, scheiße, in dem Bild siehst du schon ein bisschen aus wie Ronnie James Dio. Und ich weiß nicht, ob ihr Bilder von ihm im Kopf habt, ansonsten googelt ihn mal. Und an der Stelle war ich dann auch wieder okay damit. Also das ist dann wieder cool. Es wird noch ein ganz, ganz wichtiger Charakter eingeführt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar Raiders Teddybär kommt zum ersten Mal. Ja, richtig, ganz genau, endlich. Ja. Oh, das war so schön. Das war das erste Mal? Ich glaube wohl. Und er hat ihn dann auch direkt später dabei, als das große Roundup im Zelt stattfindet, wo dann alle da im Bademantel angeschlaffelt kommen. Ja, aber vorher noch bei dieser Geschichte, da wurde auch Henry alle versammelt. Er sagt ja auch, jetzt Licht aus und dann ist alles wieder da und dann hat sich das auch erledigt.
ja, die Geschichten, die sich abspielen, während es dunkel ist. Mal so, nimm deine Finger da weg. Oh, Entschuldigung, Faber. Hallo an die verspätete Alex. Moin. Hallo. Wir sind gerade bei Mesh Folge 10, also der I Hate a Mystery. Wie war es nochmal auf Deutsch? Der Dieb will nur das Beste. Genau, beim Dieb, der nur das Beste möchte. Und wir reden gerade über die Einführung von Raiders Teddybär als wichtigen Charakter. Ja, der trägt das noch. Ja. Okay. Also da drüben ist die Latrine, hier ist das Messezelt. Aber ich habe auch das Gefühl, das war wahrscheinlich ursprünglich wirklich mal nur als Gag gedacht, aber ja, es hat so schön zum Charakter gepasst, dass sie das noch weiter halt ausgebaut haben. Genau, das ist es auch, ja. Und ich finde halt wirklich diese Sache mit Raider immer. Er ist halt so, wie gesagt, der kleinkriminelle Ganove, der ja auch eigentlich alles beschaffen und organisieren kann. Aber was ich an ihm halt wirklich so schön finde, ist, dass er wirklich so infantil und größtenteils auch echt so unschuldig wirkt, dass er eigentlich in dieser ganzen Szenerie nichts verloren hat. Ich habe das auch als Kind oder Jugendliche, wie auch immer man mich da bezeichnen möchte, nicht wirklich begriffen, dass der auch irgendwas Böses an sich hat, oder? Ich glaube auch, Raider ist auch Schurkiges oder wie auch immer. Ja. Auch ursprünglich, glaube ich, er soll da so 16, 17 sein auch. Okay. Also wirklich noch. Ja. Das merkt man zum Beispiel auch. Es gibt auch Folgen, wo sie dann so Geschlechtsaufklärung und Gedöns machen. Ja, ja, genau. Wie er da voll gespannt und als hätte er davon noch nie was gehört, da davor sitzt. Wie vom Dr. Sommer-Team. Das doch die Dusche. Ja, wobei das durchaus auch ein Seitenhieb auf die ja schon traditionell immer mal wieder torpedierte Geschlechtsaufklärung in den USA sein könnte. Hm. Natürlich, ja. Aber ich meine, also gerade diese Unschuld, die wird bei ihm schon ganz oft so rausgeholt. Und das finde ich eigentlich so grandios an ihm. Ja, er ist eigentlich also anfangs tierischer Filou, aber einer mit überhaupt keiner Erfahrung. Er durfte noch nie richtig. Und ja, er ist halt so das Klischee-Landei, was auf dem Hof von Mama und Papa alles getan hat. Und wahrscheinlich bis auf seine Cousinen kaum Frauen gesehen hat. Und seine Mutter. Ja, es passt komplett zur Rolle. Ja. So, willst du an der Stelle nochmal meine Mutter beleidigen? Da hat gerade jemand Mutter gesagt. Mama. Ich hau nicht auf Benachteiligte. Weißt du, willst eine Mutter hauen? Ich melde mich freiwillig. Du bist keine Mutter. Nein, aber er kann meine hauen. Darf ich Mama zu dir sagen? Lalala. Ich würde meine auch in den Rung werfen. Bevor das hier jetzt völlig aus dem Ruder läuft, lass uns mal weitermachen. Bei mir stehen Notizen, natürlich haben die Arschgeigen direkt General Barker angerufen und Henry knickt direkt ein. Aber sofort. Passiert, was passieren musste, die Sachen werden gefunden und zwar ausgerechnet bei Hawkeye. Ich mag auch den Moment, wo er dann auf die Kiste sich draufsetzt. Nee, ich habe nichts gesehen. Aber ich fand auch vorher aber auch den Moment geil, wo Henry gesagt hat, Leute, wir machen kurz das Licht aus und der Dieb gibt die Sachen zurück. Finde ich großartig. So als Ermittlung. Muss mein Löffel. Ja. Vor allem, als wenn der Dieb die Sachen einfach so in der Tasche hätte. Ja, es ist auch die beste Ermittlung seit den Glücksrittern. Mit einer Hand hoch, die andere Hand in die Tasche des Nachbarn. Das ist auch Henry. Ja. Aber auch die, als er dann sucht, was ist in diesem Rohr drin? Ruß. So. Ruß. Und ich weiß nicht, also ich glaube, dieser Lachflash von den beiden war nicht gespielt. Auch so auch gut. Gary Burke, den sieht man kaum im Bild, aber der grinst so, der wirkt die ganze Zeit so, als ob er sich so das extrem hämische Lachen verkneifen muss. Mhm. Ja, ich wüsste auch gern, wie der Schauspieler tatsächlich ist, weil manchmal wirkt es so, als ob sie ihn tatsächlich dissen. Aber diese Reaktion von Hawkeye, die fand ich hier schon wieder sehr unlogisch. Klar, die muss so sein, damit sich das ganze Bild so ergibt, aber es war eigentlich, weiß ich nicht. Inwiefern jetzt? Meinst du jetzt, weil er dann gesagt hat, spielen wir drüber hinweg? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen sein Charakter. Genau, aus dem Moment heraus ist das. Ja, okay. Ja. Ja, das ist ein, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es passiert ist, aber wir haben nichts gesehen. Ja, genau. Ich meine, andererseits die Verfolgung von Raider für den Rest der Folge, ja, wo der zum Teil als Busch hinter ihm herläuft. Und ist doch, Alter, was soll das? Ne? Als Musikwunsch. Ja. Someone's watching over me. Super. Ich habe Tränen gelacht. Super.
Aber wie er den Busch anschreit, als Räder sich dann hinkniet, weil die Leute an ihm vorbeigehen, ist super. Ja. Haben Sie noch nie einen Mann einen Busch anschreien sehen? Also es gibt im Prinzip ja zwei große längere Sequenzen, die in der Serie wichtig sind. Das ist einmal halt die Durchsuchung des Camps und dann die Verfolgung von Hawkeye auf Schritt und Tritt durch Raider. Genau. Auch sehr herrlich, wo er sich das Skalpell im OP geben lässt und Hotlips rüber zu Raider geht und sagt, One Scalpel, und er das so abhakt auf der Liste. Als wenn er jetzt das OP-Besteck klaut. Generell ziemlich krass, wie alle davon ausgehen, dass er geklaut hat. Ja, und immer ist irgendwas weg, dann er hat es schon wieder getan. Mhm. Aber dadurch kam es zu einer schönen Charakterisierung von ihm durch eine der Krankenschwestern, dass er, solange er nicht im OP ist, sind ihm alle egal, außer ihm selber. Ja, stimmt. Ich meine, ja. Er hat den riesengroßen Fehler gemacht, um zu fragen, how would you assess my general character? Ja. Auch gut, dass sie abschließt mit not surprised, but disappointed. Ich bin nicht überrascht, aber enttäuscht. Wie eine Mutter. Was ich hier auch noch in der Folge absolut genial finde, wir haben ja öfters mal dieses Spiel mit den PA-Announcements. Und hier wird ja dann tatsächlich auch regelmäßig auf Hawkeye angespielt. Also es gibt dann zum Beispiel die Filmausstrahlung von Les Miserables. Das ist ein Märchen von einem Mann, der gestohlen hat, um Dinge und so weiter. Einer bei uns im Lager als Durchsage. Dieses hämische Lachen dann erstmal. Oh. Gut, und dann kommt der, wie ich gar nicht finde, gar nicht mal so schlechte Plan von Hawkeye, die Person dann zu überführen. Ich meine, gut, ist ja auch ein Klassiker, wenn man zu unschuldig beschuldigt ist, dann verlässt man sich natürlich nicht darauf, dass die Mühlen des Gesetzes das schon irgendwie hinkriegen werden, sondern man bricht aus und nimmt das in die eigene Hand oder so. Und ja, sein Plan geht dann ja am Ende auch wirklich auf. Ja, wobei es euch aufgefallen, bei den Leuten, die er dann in seinem Zelt versammelt, um dieses berühmte, der Mörder ist unter uns zu machen. Ja, ja. Er ruft Ho-John gar nicht dazu, der kommt einfach so. Ja, aber das kann man auch vielleicht denken, dass das würde ja passen, weil wir wissen ja, Ho-John ist es ja, dass er dorthin gekommen ist, um sicher zu gehen. Ja, aber wenn was kein anderer noch, dahinter genau, hingegangen ist. Was ihn ja noch verdächtiger macht. Tatsächlich, glaube ich, brauchst du das gar nicht, weil ich habe wirklich tatsächlich in allen Folgen bis jetzt das Gefühl, der trottet den sowieso hinterher, ob sie es ihm sagen oder nicht. Ja, und davon schon. Wird er schon ausgegangen sein. Obwohl er ja schon in Amerika studiert. Genau. Aber es ist vollkommen irrelevant. Ich habe mir hier übrigens in meinen Notizen Semesterferien mit 3 Ausrufezeichen geschrieben, weil ich wusste, dass wieder irgendjemand damit anfängt. Aber dann auch seine Begründung. Er hat das ja alles nur geklaut, um seine Familie über die Grenze zu schmuggeln. Hätte er sich in den Staaten, wenn er solche Semesterferien hat, einen Ferienjob suchen sollen, der besser bezahlt ist, richtig, als einen Tisch zu knüppeln hier. Richtig, richtig. Und auch diese fragwürdige Sache, ihr seid ja alle reich. Ja, aber das ist natürlich auch, finde ich, so ein kleiner gelungener Seitenhieb, weil die haben sich wegen sowas angestellt, das fehlt in ihre Luxusobjekte. Und für Ho-John und seine Familie, die ja wirklich unter beschissenen Bedingungen leben müssen wahrscheinlich, da im Kriegsgebiet, für die ist das unglaublicher Reichtum. Und für die ist das so, ja, das und das fehlt mir. Und dann merken sie auch, man kann doch drauf verzichten. Es war ein bisschen plump, aber ich fand, es war so ein bisschen ein kleiner. Ich habe ja noch mehrere Bürsten, ist aber auch ein komischer Satz gewesen. Ja, aber es ist, finde ich, so ein kleiner Angriff gewesen, halt auch auf diese amerikanische Selbstverständlichkeit. Ja, wird so sein, ja, ja. Naja, und davon abgesehen muss ich auch fairerweise sagen, wie gesagt, die kotzen sich ja gegenseitig ständig an, wer von denen jetzt die meisten Autos hat und wer von denen jetzt das meiste Geld verdient und meistens ja auch in Gegenwart von Ho-John. Also, dass der da sich denkt, legt mich doch am Arsch, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ja, es hat trotzdem irgendwo den Beigeschmack von diesem, wieder mal, hey, wir sind hier die zivilisierte Welt und wir müssen den armen Leuten hier, die ja noch nicht mal wissen, dass ein Silberrahmen irgendwie wertvoll ist, sondern, es hat schon wieder dieses imperialistische, kolonialistische Denken irgendwie und auch, dass dann alle ganz großzügig verzichten, wo ihnen dann so vor Augen geführt wird, was sie, echt jetzt, ist, ich war ein sehr Holzhammer. Ein Funkende, ja. Und die Art der Auflösung hat mich also wieder zumindest indirekt an Mathematik denken lassen. Mathematik? Ja. Warum? Mich auch sofort. Erzähl du doch zuerst. Ja, der John Napier, der Erfinder der Logarithmen,
Ja. Der hatte, war, wie sich das damals gehörte, auch so 1500 Buchsenknopf, er gleichzeitig auch Alchemist und Magier. Und der hatte einen schwarzen Hahn, den er so als Familiar immer so mit sich hatte. Und als in seinem Schloss geklaut wurde, hat er auch gesagt, pass auf, ich packe diesen Hahn jetzt ins dunkle Zimmer. Jeder von euch Angestellten geht durch und fasst den Hahn an. Wenn der Schuldige den Hahn anfasst, das Vieh ist magisch, dann kräht er. Was hat er gemacht? Er hat den Hahn mit Ruß eingerieben. Das heißt, die Unschuldigen, die den Hahn angepackt haben, hatten schwarze Hände, als er aus dem Zimmer wieder kam. Der Schuldige hatte sich nicht getraut und hatte die saubere Hand. Und so hat er rausgefunden... Clever. Nur hier war es nochmal andersrum. Hier hat er gefaked. Er hatte nichts, was färbt. Richtig. Aber der Schuldige hat sich automatisch auf die Hände geguckt. Das war ihm das, ja. Nee, er hat ihm nur, er hat sich noch nicht mal auf die Hände geguckt. Er hat sich auf die Hände versteckt, weil er sicher war, da muss ja jetzt was sein. Ja. Und danach dann so, ich nix, ich nicht, ich kein Blau. Ja. But he reacted, ja. Insofern. Was ich ja noch ganz gerne noch in dieser Auflösungsszene nennen möchte, das ist auch mein Zitat für diese Folge. Und da fühlte ich mich sehr verstanden. Unter uns gibt's nur einen, der klein genug ist, in seinem eigenen Helm zu baden. Ja, da kann man nichts hinzufügen. Ja, hervorragend. Ja, mein Zitat in der Folge, für die Folge ist definitiv dieses Not surprised, but disappointed. Es ist so vernichtend. Ja, ich würde den Spruch mit dem, der aus der... mal wieder eins der Lautsprechersprüche, someone's watching, watch over me, someone's to watch over me. Genau. Ja, der ist der Beste, definitiv. Ja. Den hätte ich auch noch genommen, ja. Ja, genau. Sehr schön. Hat jemand noch was? Ganz kurz, nur eine Sache noch. Also wir haben uns ja gerade schon drauf geeinigt, dass diese ganze Nummer mit dem, ja, dann behalt den Rotz halt, allgemein schon Blödsinn ist. Aber wir haben ja Frank hier durchaus bis jetzt immer als rassistischen Arsch, den das eigentlich auch am Arsch vorbeigehen müsste, kennengelernt. Habt ihr denn das hier... Gruppenzwang. Warum nimmt er das jetzt auf einmal auch so hin? Gruppenzwang. Bei Hotlips verstehe ich es, aber bei ihm überhaupt nicht. Weil sie es macht. Gruppenzwang. Ja, hinnimmt. Ja. Und weil er sich auch einfach, wie wir später mal wissen, immer sehr schnell überreden lässt. Ja, Markus hat direkt als Zweite gesagt, mach ich, und da konnte er nicht mehr hinten anstehen. Er hat ein goldenes Gummirückgrat, ja. Ah, okay. Gut, damit kann ich leben. Ja. Ne, ich weiß nicht, also ich bin da ein bisschen, glaube ich, auf Delas Seite, glaube ich, denn in der nächsten Folge, Spoiler Alert, ist er am Ende auch nicht der Vollarsch. Das stimmt. Also, vielleicht haben Sie auch beim Schreiben jetzt so ein bisschen die Menschlichkeit des Frank Burns erkannt. Ja, wobei die nächste Folge, ja gut, ist ja auch sympathischer als sonst, aber ich glaube, die weitere Diskussion von dem machen wir dann. Verschieben wir auf die nächste Folge, ja. Genau. Gut, wollen wir zur Bewertung streiten? No. Ja, bei mir hängt das immer alles so ein bisschen von den Folgen ab, die ich jetzt gerade jüngst gesehen habe, und ich fürchte, das wird über die ganze Serie nicht so richtig konsistent sein. Vielleicht müssen wir dann irgendwann in 1000 Folgen mal eine Revision machen und sagen, okay, wie würden wir denn unsere Bewertungen jetzt im Nachhinein sehen? Aber ja, war eine der schwächeren Folgen. Ich fand sie nicht saublöde, von daher sind es bei mir 3 von 5 Teddybären. Ich würde 4 von 10 Badehelmen geben. Wie gesagt, mir war das auch ein bisschen zu bla und zu langweilig. Und ich habe auch mit diesen ganzen Detektivfilmen damals nicht so viel Spaß gehabt. Aber ja, es ist akzeptabel, aber es muss nicht sein. Ich glaube, ich bin für 6 von 10 goldenen Bürsten. Weil ich mochte die Folge anzuschreiende Büsche und all sowas, doch. Also nicht toll und gerade mit der Auflösung am Ende nicht irgendwie das Allertollste, insofern 6, aber die sind's. Aber dementsprechend, ich sage auch, 4 von 10 Bildern von deiner Mutter. Das ist jetzt aber noch vernichtender, als 4 eigentlich schon ist. Ja, nee, die ist auch wirklich, die ist auch so einigermaßen an mir vorbeigerauscht. Die hatte nicht so viel, fand ich. Ja, aber auch halt nicht so viel Schlimmes. Eben, deswegen ja 4 und nicht weniger. Achso, gut.
Ich geb mal 3 von 5 Detektivausrüstungen aus dem Yps-Heft. Ganz okay, die Folge fing gut an, aber die Auflösung ging so. Deshalb ist so vorbeigerauscht, trifft es eigentlich am besten. Ja, bei mir würde ich mal sagen, die Handlung war ziemlich mau, obwohl ich solche Krimi-Geschichten eigentlich irgendwo mag. Allerdings, die Gags waren recht gut zwischenzeitlich, daher gebe ich 4 von 10 edelsteinbesetzten Schnurrollen. Und ich mochte die erste Hälfte der Folge eigentlich sehr. Die zweite Hälfte, da fällt die Folge für mich komplett auseinander. Also es wird nicht mehr als 5 von 10 fehlenden Löffeln. Sehr schön. Also ein eher durchwachsenes Urteil der Folge. Da sind wir uns denn ja mal einig. Und ja, dann bedanke ich mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Mesh unter Messer. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Guten Abend, guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Hier ist wieder Mesh unter Messer und zwar mit der Folge 11, Germ Warfare oder zu Deutsch eine richtig schöne Gelbsucht. Denn mit so einer stinknormalen Gelbsucht geben weder wir noch die Serie uns zufrieden. Deswegen muss die auch so ein bisschen nett zurechtgemacht sein mit so ein paar aufgeklebten Krasssteinchen und so weiter. Ansonsten ja gar nichts. Ja, die Folge beginnt mit einer sehr geilen, ich glaube koreanischen, aber ich bin mit asiatischen Sprachen nicht so bewandert, Version von Happy Days are here to stay. Und here to stay bin einmal ich, der Sven, und dann noch... Hi, die Dela. Die Alex. Der Gregor. Der Raphael. Und Zappo. Und der Flo, ihr dürft Dracula zu mir sagen. Ja, mein Lord. Foreshadowing, hallo. Ich habe einen Flock dabei. Ja, der ist aber mickrig. Für dich reicht er. Bei YouTube? Ach, der Matrose zum Matrosen. Gut, abgesagt wird dann in der Folge direkt in der Öffnungsszene noch mit dem Film über das Führen eines anständigen Lebens wegen unusually heavy indifference. Ja, mangelndem Interesse. Ungewöhnlich hohem mangelndem Interesse. Ja, das. Die Lautsprecheransagen sind einfach wirklich Gold. Ja. Die sind sehr. Die war besonders schön. Ja. Das wäre übrigens auch mein Zitat aus dieser Folge gewesen. Ja. Verdammt. Entschuldigung. Das wäre eine voll gute Idee gewesen, wenn wir für jede Folge so 1-2 Lautsprecheransagen vorbereitet hätten, die man dann so einspielen kann. Aber naja, gut. Wenn das 240 Folgen oder so. Haben wir ja noch Zeit. Ja. Ja, in dieser Folge ist Frank mal wieder der Arsch, also muss man ihn am Anfang mal wieder so richtig als den Arsch etablieren und das funktioniert, finde ich, auch ziemlich gut. Definitiv. Ja. Sich selber ins eigene Horn tuten und gleichzeitig die anderen runtermachen und dann den Kriegsgefangenen da möglichst schnell aus dem Bett kriegen wollen, das jetzt gerade so scheinbar niemand so richtig dringend braucht. Mal ganz ehrlich, wenn Frank sich ins eigene Horn tuten könnte, bräuchte er Margaret nicht. Ja. Ich hatte fast befürchtet, dass den irgendwer liegen lassen würde, aber nein, keine da Chance. Da kannst du dich bei ihm drauf verlassen. Als ob du besser wärst. Ja, ich weiß, aber du warst schneller. Ich dachte, bin auch noch jünger. Machen, aber ich bin ja auch schon 3 Wochen wieder raus hier aus dem, also 3 Aufnahmen wieder raus aus dem Ganzen. Also ich bin entschuldigt. Ich habe einen kleinen frechen Haselnuss-Schnaps. Ich darf das. Wobei ich hier tatsächlich aber sagen sehr muss, schön. Ich möchte übrigens anmerken, ich möchte diese Folge schneiden. Ich werde dann abschneiden, wenn er sagt, ich habe einen kleinen. Einen frechen kleinen. Ein gar winzigen.
Ich glaube, Dela wollte in erster Linie was sagen. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, also ich kann das, also natürlich wird Frank ja wieder als das Arschloch bezeichnet, das er ist. In einer anderen Situation hätte ich das aber durchaus verstanden, dass er auf das Bett Wert legt, weil, wie gesagt, wir wissen ja nun, dass diese Notfallsirenen dann halt auch unvorbereitet mal losgehen. Aber es ist natürlich trotzdem ein absoluter Arschloch-Move. Brauchen ja, sagen wir mal so, eigentlich was er macht ist richtig, aber seine Begründung ist falsch. Ja. Weil es ist schon verständlich, vor allem weil der AB negativ braucht. Das ist einfach mal eine scheißen seltene Blutgruppe. Mhm. Das wird doch erst beim. Ja, nochmal weiter. Und was aber dann auch wenigstens nochmal erwähnt wird, wenn sie mit Henry sprechen, weil wir versuchen jetzt halt natürlich wieder Henry mürbe zu machen, dass er das doch durchgehen lässt. Und tatsächlich setzt sich Henry wenigstens anfangs noch halbwegs durch. Er bricht zwar wieder ein, aber. Er versucht es immerhin, ja. Ja, er war stets bemüht. Ja. Ich finde diese ganze Geschichte irgendwie merkwürdig. Also mir ist schon klar, dass es in der Realität scheinbar ja auch manchmal so ist, aber diese ganze Nummer mit, hey, wir finden da irgendwas so wichtig, dass wir uns dafür gegenseitig totschießen, aber wenn jemand dann fast totgeschossen ist, dann ist Klippo. Also ist ja auch wie, wie ist der Film, war das Full Metal Jacket? Wer mutig genug ist, mit raushängenden Eingeweiden zu kämpfen, der darf auch aus meiner Feldflasche trinken. Ja. Naja, also die ganzen Ärzte sind da ja alle noch viel weniger freiwillig, als dass diese ganzen Soldaten im Generellen sind. Ja. Außer Frank. Ja. Außer Frank, ja. Ja, das ist richtig. Aber insofern verstehe ich schon, dass man da irgendwie nicht... Also genau genommen ist auch Radar frei. Der ist ja auch... Hallo? Hast du gerade Radar angemacht? Nicht grafted, oder? Ja. Naja, aber gerade bei Vader muss man halt im Zweifelsfall auch sagen, der ist noch so jung, dass er selber gar nicht besser entscheiden kann. Richtig, genau. Ja, da ist die Freiwilligkeit auch noch nicht so richtig. Ich finde es jetzt auch nicht von den Ärzten komisch, sondern ich finde das ganze generelle Konzept irgendwie merkwürdig, aber ja. Ich habe vielleicht so wenig von Clausewitz gelesen. Ja, sehr schön, dass Frank dann darauf hingewiesen wird, dass er doch seinen Hypocritical Oath statt seines Hippocratic Oaths mal wieder erneuern könnte. Also seinen heuchlerischen statt seinen hippokratischen Eid. Ich weiß nicht, im Deutschen funktioniert das, glaube ich, nicht, oder? Weil es weil es das Fremdwort Hypocritical im Deutschen nicht irgendwie. Ja. Da sagt man auch nur hypokratisch, ja. Ja, er sagt auch nur das. Also in Deutsch funktioniert es nicht so gut. Nee. Der Gag weg dadurch. Ja, also wie gesagt, Hypocrite ist ein Heuchler und Hypocritical Oath wäre der heuchlerische Eid. Wobei, gut, diese ganze Geschichte mit dem hypokratischen Eid, was die Leute mal denken, was da drin steht und was da wirklich im Original drin steht und was das mit Hippokrates zu tun hat, das ist sowieso nochmal eine Geschichte voller Missverständnisse. Aber in der Deklaration der Genfer Deklaration der Ärzteschaft ist es, glaube ich, was so das ist, was am ehesten dem entspricht, was die meisten Leute glauben, was der hippokratische Eid ist. Da steht in der Tat drin, dass so Dinge wie Weltanschauung und politische Ausrichtung und so weiter halt keinen Einfluss auf die Teilhabe an medizinischen Dingen haben sollten. Von daher. Ja. Ah, es gibt aber doch das Begriff Hypokrisie. Heuchelei, Scheinheiligkeit. Das haben sie halt nicht genutzt. Ne? Nee, ich hab halt nur gerade geguckt wegen hippokratischer Eid und da stand das gerade Hypokrisie. Ja. Ich bin heute wieder so hypokrisisch. Ja. Ich glaube, ich werde das jetzt öfter im Alltag benutzen. Also. Ja, auf Twitter vor allem. Ja. Wobei ich mich halt hier wirklich frage, wie viel davon in Hawkeyes Selbstverständnis, dass er dem Kerl hilft. Oder helfen will, ist tatsächlich die Tatsache, dass er sich in seiner Verpflichtung als Arzt fühlt. Und wie viel davon ist wirklich, weil er es einfach menschlich als für richtig hält? Ich glaube, beides. Ich glaube, das bedingt sich sehr stark. Weil auf seine Arztmentalität scheißt er ja sehr oft. Nein, finde ich gar nicht. Nee, er scheißt auf seine Militärarzt-Nummer. Genau. Aber zum Beispiel Leute kaputt reparieren, da hat er kein Problem damit. Naja, er rettet ihn trotzdem das Leben. Ist besser, als sie krepieren zu lassen. Ja, natürlich. Ja, freilich. Aber ich meine, also gerade so, wenn sie dann später zum Beispiel irgendwelche Generäle aus dem Rennen nehmen, er hat jetzt keine moralischen Probleme als Arzt, Leute kaputt zu reparieren. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, damit er nicht an der Front nicht mehr genau. Entscheidungen treffen kann. Ja, okay, gut. Okay, das ist tatsächlich... Ja, das aber da hat er ihn ja auch nicht verletzt. Er hat nur etwas ausgestellt. Falsch. Mhm. Das ist so... Ja. Er hat keinen kaputt gemacht. Er hat nur gelogen. Ja.
Der Zweck heiligt die Mittel, oder? Doch, damit hat er, glaube ich, ein moralisches Problem, aber gut, das passiert nicht in dieser Folge, von daher lasst uns darüber reden, wenn es soweit ist. Gut, auf der anderen Seite, Hawkeye ist ja doch schon ziemlich selbstlos, indem er da dann halt auch beschließt, im Stuhl zu pennen und sein Bett zu überlassen. Ja, bestimmt. Ja. Von daher würde ich ihm da jetzt gar nicht, weiß ich nicht, großartig negative... Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube tatsächlich, dieser Akt kommt tatsächlich aus seiner menschlichen Überzeugung und nicht aus seinem Selbstverständnis als Arzt. Das wollte ich damit sagen. Ja, ich würde halt auch mal sagen, aber sein Verständnis als Arzt kommt aus seiner menschlichen Überzeugung. Er ist einfach Arzt, weil er helfen will. Er ist einfach so einer. Er ist zwar ein Filou, aber seine Berufung. Genau. Er ist halt nicht Arzt wegen dem Haus und den zwei Autos geworden. Ja. Genau. Ja. Im Haus für $35,000. Waren das nicht die Autos? Auch. Wenn ich zwei Häuser und eine Frau für $35,000? Naja, gut, das war, glaube ich, auch in einer anderen Folge. Das klingt jetzt nach Schachern. Irgendwie schon. Wie ist denn hier eigentlich, ich weiß nicht genau, ich habe von dieser ganzen Blutgruppenthematik da keine richtige Ahnung. Aber ist das so zweifelhaft so richtig, wie das da so alles dargestellt wird? Ja. Oder? Ja. Es gibt einfach gewisse Blutgruppen, die sehr selten sind. Es gibt so gewisse eine universale Blutgruppe, die kannst du allen spenden. Und es gibt welche, die kannst du kaum anderen spenden, weil es sonst wirklich zu einer, man könnte sagen, zu einem Blut, zu einer Klümpchenbildung kommt. Das klumpt aus, ja. Ja. Aber die Verträglichkeit ist bei, was sagen Sie, hat er? AB negativ. Aber ja. Das heißt aber doch, er kann alles kriegen, aber er kann nicht spenden, oder? Bei Plasma kann er irgendwie alles kriegen, bei Vollblut nur sein eigenes. Also okay. Richtig. Wenn ich das, oder vertue ich mich da nicht, ist richtig? Ich meine ja. Ich glaube auch, ja. Ich bin nur so völlig. Doch völlig egal, denn in der Glauben Sie ist uns, das so. Wir schauen Ärzte im Fernsehen an. Aber auch im Rahmen dieser Folge ist es so. Ich müsste es wissen. Ich habe es mal gelernt, aber ganz genau wüsste ich es auch nicht. Ist ein Arzt anwesend. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder typisch, dass es ausgerechnet Frank trifft. Ne? Ja, und wie schön sie ihn abzapfen in der Nacht. Ja, ich muss aber sagen, in dem Fall ist das mal wieder so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist natürlich nicht in Ordnung, jemanden ohne Einwilligung Blut abzunehmen. Das ist aber einer der wenigen Stellen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, um ihn lächerlich zu machen oder irgendwas, sondern um, nicht vielleicht direkt ein Leben zu retten, aber zumindest dafür zu sorgen, dass es um die Ressourcen zu sparen und trotzdem jemandem zu helfen. Genau. Also das ist einer der wenigen Fälle, wo ich sage, das ist zwar immer noch nicht in Ordnung, aber das ist weniger nicht in Ordnung als in allen anderen Fällen, wo sie Franks Körper unversehrt hat. Genau. Ich finde auch schön, was er alles erzählt. Er redet ja am Schlaf dabei. Und wir eben dann so, du bist so groß und männlich und also. Oder nur der Satz von Trapper. Ey, dass du ihn nicht zu sehr erregst, wir dürfen nichts anfangen, was wir nicht zu Ende bringen. Ja, das ist so gut. Und als ihm Hawk einen Kuss auf die Stirn gibt und er nur Es ist herrlich, oder? Das ist toll. Wobei ich ihn auch schon bis da in der Folge eigentlich jetzt auch wieder weniger als Arsch dargestellt fand, aber eher als überfordert halt mit Hawkeye Trapper und dem Rest. Ja, das trifft's. Genau. Auch mit dem Ende trifft's das. Ja. Naja, aber auch hier muss ich wieder sagen, hätten wir dafür, also klar, es ist natürlich im Sinne der Dramaturgie der Folge sinnvoll, aber also ich hätte mir jetzt da persönlich einen leichteren Weg gesucht, um den abzuzapfen, sondern ich hätte dann einfach so getan, als irgendjemand von unseren Leuten braucht jetzt auf einmal ganz dringend diese Blutgruppe, können wir dir da nicht für den was abzapfen. Aber ja, aber das Frank aber wahrscheinlich auch gesagt, dass es wichtig ist, dass seine Kraft erhalten bleibt so. Wahrscheinlich hätte er so eine Nummer gebracht dann. Und darüber hätte er Frank dann auch Aufzeichnungen geben müssen und das hätte er nachgeprüft. Richtig, weil Frank hätte sich das doch nicht nehmen lassen, wenn er jemandem das Leben damit schenkt. Sein kostbares Blut. Da muss er doch sich dann noch präsentieren. Das hätte der nachgeprüft. Der Purple Heart. Ja, da hast du recht, ja. Ja, dann nicht der Purple O-Ring von später. Genau. Ja, und ja, der Einzige mit AB negativ im Camp außer ihm ist Klinger, wie man in späteren Episoden erfährt, aber das wissen sie hier wahrscheinlich noch nicht. Da sonst wäre es alles einfacher gewesen. Naja, Frank war der Erste. Wobei das Fachste ist, dass sie es hier nicht wissen, weil sie gucken ja in die Personalakten. Ja, aber man kann auch sagen, sie haben einfach geguckt, bis der Erste da war. Es war Frank, es war einfach die perfekte Kombination. Und er ist alphabetisch ja sowieso sehr weit vorne. Also deshalb mussten sie nicht lange suchen. Und der Blickwechsel beim Blick durch die Liste, also da wäre auch nicht weiter geguckt worden. Ja, eben. Burns passt. Ich fand auch vorher noch mal den Kommentar von Henry so schön, als er ihm unterstellt, dass er wahrscheinlich doch seine verkleidete Frau ist.
wegen seinem ganzen Genörgel. Ist super, oder? Also eigentlich muss Frank diese Folge mal wieder so richtig leiden, aber in jeder Hinsicht. Man hat fast ein bisschen Mitleid mit ihm, aber nur fast. Ja, das geht mir immer so, dass ich fast ein bisschen Mitleid mit ihm habe und dann ist er wieder irgendwie der Oberarsch. Richtig. Ja, und an der Stelle finden sie dann raus, dass der Patient plötzlich Hepatitis-Symptome entwickelt und dann ist die Frage, verdammte Axt, hat er das jetzt von Frank oder hat er das mitgebracht? Und die Option ist zu ignorieren und zu sagen, naja gut, zu 99,9% hat er es mitgebracht und nicht von Frank. Wir tun jetzt einfach mal so, als wüssten wir von nichts. Die gibt's halt einfach nicht. Ja. Jetzt gerade die Szene übersprungen, wo Hawkeye im Messezelt nochmal richtig schön übergriffig war, ja. Ne? Ich wollte dich gerade sagen, also die Nacktvision, die war ja so ja, schön. Ey, die ist super. Also, die, also vom Filmischen her. Ja, optisch, ja, rein optisch war es schön. Mit diesem Traumfilter drüber. Ja, da hat einfach ein bisschen jemand Vaseline aufs Objektiv geschmiert. Total, ja, ja. Total. Oder anderes. Meinte okay. Butter. Ja, ja. Ja, sicher, okay. Ich sag den Spruch jetzt nicht. Ich sag, doch, weiter geht's. Doch. Nein. Butter? Nein. Willst du von hinten in die Mutter? Nimm die Mutter. Ja. Folgentitel, das wäre ein super Folgentitel. Da bin ich ja eher Team Anlauf statt Leitgel, aber. Oh Gott. Apropos Rohre verlegen, ist der beste Satz der Folge nicht? We are trying to show the Koreans democratic plumbing in action. Ja. Als Begründung, warum die Latrine repariert wird. Ja, mit der Bierprobe vorher, stimmt. Alter, die ist auch toll. Ja, aber das ist dann ja auch wieder, wo Frank Burns sagt, also mit dem Alkohol und so weiter. Und dann sagen die auch, I thought for once you'd be a regular guy. Und in dem Moment. Ja, da will er dann doch wieder dazugehören, ja. Ne? Ja, genau. Irgendwie so ein bisschen. Ne? Da ist er dann doch da ein bisschen dabei. Wenn man also, ich habe auch später mal oft mal die Vermutung, er würde ganz gerne. Ja. Sind wir schon bei Lieblingssatz der Folge? Nein. Noch nicht. Das war jetzt nur zufällig. Aber ja. Versucht von dem Thema wegzukommen. Und den Rohrverlegen-Gag konnte ich jetzt auch nicht liegen lassen. Ja, aber super. Wo wir gerade bei den Rohrverlegen sind, ja? Das finde ich ja hier auch ganz interessant, rein inhaltlich. Ich meine, dass sie den jetzt nicht unbedingt an die Patienten lassen wollen, das ist ja okay und schön und gut und richtig. Aber sie verhindern ja auch tatsächlich die Zusammenkünfte von Burns und Hotlips. Ja, Ansteckung. Sie könnte es hier auch anstecken. Genau, aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, bei Hotlips wäre es ihnen im besten Fall egal. Nee. In dem Fall ging es ja wirklich darum, einen Krankheitsausbruch zu verhindern. Sie wussten jetzt nur nicht, ob sie das irgendwie verursacht hatten. Oder und außerdem haben sie auch später nochmal gesagt, es könnte auch ganz ernst für Frank enden. Also sie nehmen das auch schon ein bisschen ernst. Und ich muss nochmal sagen, nochmal zum Rohr zu überlegen, zurückzukommen. Unser Frank kostet an 3 Dosen. So. Ja. Oh Gott. Entschuldigung, das Niveau ist jetzt schon so weit unten. Ich habe mich gerade schon geärgert, dass ich nicht gesagt, ich konnte den Witz mit dem Rohrverlegen nicht stehen lassen. Das Niveau liegt mittlerweile in Schlamm und weint. Ja, fühlt sich benutzt. Ja, definitiv. Ihr seid doch alle nur neidisch auf unsere fine, almost spiritual relationship. Genau. Vor der Bierprobe auch noch sagte, und das kann ich dann jetzt auch mal, ihr klaut es mir sonst sowieso, mein Lieblingszitat, als sie dann sagten, Frank, you're paranoid, und er sagte, I'm only paranoid because everybody is against me. Genau. Aber er hat ja auch recht. Ja. Er hat das ja ist das Schlimme, wirklich, ja. Er hat wirklich recht. Paranoia heißt halt nicht, dass sie nicht wirklich hinter dir her sind, ja. Richtig, ja. Und allein die gesperrte Offizierstoilette jetzt ist super. Mit dem Ersatz, das aussieht wie so ein einfaches, dünnes Zelt. Das ist echt. Aber auch vor allem mit der Erklärung. Ja, die wird umdekoriert. Das haben sich so viele beschwert, dass es so trostlos aus dem Klo aussieht. Es fehlt der Touch und für die Offiziere haben wir hier schon was gebaut. Hier ist ihr Eimer. Aber es ist ja schon wieder logisch, weil allein überlegt mal, wie oft die Duschen repariert werden. Ja, das stimmt, ja. Der wird bei den anderen halt mitgeduscht. Ja. Du könntest auch zweistöckig bauen. Oben die Latrinen, unten die Duschen. Oh. Also die Folge wird dieses Mal definitiv explicit gerankt. Das war doch noch der harmloseste Teil. Was mir hier noch aufgefallen ist, wo auch die Übersetzung wieder ein kleines bisschen krankt. Es geht ja dann darum, quasi nochmal eine Blutuntersuchung zu machen und so weiter und so fort. Und sie wollen ja Burns dazu überreden, ihnen nochmal Blut zu geben, jetzt diesmal freiwillig. Nee, ohne wollen sie. Bitte?
Urin wollen sie. Ja, ja, aber es gibt die Unterhaltung Blut, Blut, nein. Das Letzte, was ich euch Ghouls gebe, ist mein Blut. Und im Deutschen, also im Deutschen sagt er halt euch Strollchen. Und im Englischen ist dann die Antwort Ghouls. That's a nice thing to call us vampires. Also hier geht wirklich auch wieder über die Übersetzung viel verloren. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und das wäre leider eigentlich wirklich einfach übersetzen zu lesen. Ja. Zu besetzen gewesen, so. Aber richtig schön fand ich dann halt, nachdem sie Frank nicht nur das Blut, sondern auch den Urin geklaut haben, dass sie dann dem Fahrer den offenen Eimer in den Jeep stellen, ja, und sagen, fahr los damit. Auch dieses kleine Detail, wie der auf den Eimer zwischenzeitlich drauf guckt, ja, als er losfährt. Ja. Dann sagt Hawkeye noch, fahr vorsichtig. Ja, ja. Ich glaube, das muss man dem nicht zweimal sagen. Stefan, ja, da kommt ein Schlagloch. Er muss ja nicht weit fahren. Das scheint, das heißt ja irgendwie, in zwei Stunden ist er mit den Ergebnissen wieder, ja, da. Also scheint das Labor in der Nähe zu sein. Wo ist die Urinprobe in meinem Hemd? Aus. Denken Sie nicht alles aus, bitte. Das ist eine Sache, die viele Leute über Korea übrigens nicht wissen. Seoul, und das ist halt eine Riesenstadt mit einer unfassbaren Menschendichte. Also man ist da wirklich in einem Bereich, der fühlt sich irgendwie in jeder westlichen Stadt an wie Downtown und was weiß ich. Und das ist echt ein Vorort, ja. Das ist wirklich in, naja, nicht ganz Granatschussweite, aber es ist ziemlich nah an der nordkoreanischen Grenze. Mhm. Aber apropos Granatschussweite, auch ein Granatschuss hätte dieses Auto. Also es ist ja regelmäßig so, dass irgendwie die Autos fast wegfallen, weil vor ihnen was einschlägt. Ja, okay, das ist, dann ist dir der Urin, glaube ich, herzlich egal. Ja. Dann wäre die Kacke am Dampfen. So ungefähr. Dann wird's spritzig. Ja, am Ende gibt es noch einen ganz großartigen Satz, wo Frank die beiden sofort verhaftet haben möchte und Henry nur sagt, du willst sie immer sofort verhaftet haben. So, ja. Ja, und da sind wir dann auch wieder etwas später bei Franks speziellem Gummirückgrat. Er sagt, ach, you're so selfless, du bist halt so selbstlos. Und er dann dieser Blick, wie er dann so den... Ja, wo sie ihm die Blumen schenken und sagen, bist du noch sauer, genau, auf uns? Und ach ja, übrigens, wir brauchen jetzt noch jemanden für eine Herztransplantation. Ja. Das ist einfach ein schöner Schlussgag. Aber wie sie ihm vorher aber halt auch verbieten wollen zu operieren und ihm dann sagen, sie haben ihm das abgezapft, das, wo du gesagt hast, er soll verhaftet werden. Ja, ja. Ich meine mal, sie fesseln jetzt die beiden einfach, fand ich auch schon so ein bisschen übergriffig. Aber auch Frank, dass er auch einfach aus Trotz wegen den beiden nicht darauf eingeht, er könnte krank sein. Ja. Fand's viel erschreckender, von ihm hätte ich das erwartet, ich fand's viel erschreckender, dass Margaret an der Stelle nicht gesagt, ja, hat, Moment mal Frank, bis hier und nicht weiter, das war alles nicht in Ordnung, aber wenn hier wirklich die Chance besteht, dass du was hast, dann gehst du nicht in diesen OP. Ich hätte das auch irgendwie, genau, in Erinnerung, als hätte sie es getan hätte, aber nee, in der Folge, ja, ich hab's ja dann, ja, auch gesehen. Ja, witzig, so, genau, ich dachte nämlich, dass genau das passieren, ja, würde, wieso der, wo sie da so energisch rausgeht, um ihn dann den Kittel zu holen, habe ich gedacht so, ja, jetzt müsste das doch, nee, nicht, komisch. Oder sie glaubt den halt einfach nicht, weil das halt eh diese komischen Vögel sind, die allen Scheiß erzählen. Aber unverantwortlich eigentlich. Ja, wie so vieles in dieser Sendung. Wie so vieles in dieser, ja, Serie. Schön fand ich ja auch, dass am Ende Frank mit dem Feind Schach spielt und die Jungs ja auch sagen, hey, komisch, der Feind grüßt uns, du nicht. Ja, dem Feind hast du kein Blut abgenommen. Also ja, ja, aber es ist einfach ein schöner Satz. Ach, guck mal, der Feind grüßt uns, du nicht. Ich finde es aber schön, und das hatten wir in der letzten Folge schon mal kurz angerissen, dass Frank Burns hier am Ende halt nicht der Vollarsch ist, ja, sondern dann da doch irgendwie ein bisschen Menschlichkeit zeigen darf und am Ende eher die anderen mit dieser Blumen- und Herztransplantationsnummer irgendwie die Ärsche sind und ja. Ja, weil es wirkte schon so ein bisschen, als ob er sich wirklich darüber so ein bisschen freut. Er ist skeptisch. Er ist gerührt sogar fast ein bisschen. Genau, und dann kommt dann diese Nummer wieder und ja. Sag mal, hätten die ein gutes Verhältnis, hätte das als Spaß genommen, aber so hat er sich einfach nur wieder bestätigt gesehen. Die beiden haben sich also auch mal wieder wirklich eine friedvolle Koexistenz verbaut. Ja. Ich glaube, da war dann wirklich so ein Moment, wo man den hätte so ein bisschen auf seine Seite ziehen können. Weil er will ja mitmachen. Es ist wie mit den Deutschen. Deutsche wollen demonstrieren. Sie wollen nur, dass man es ihnen erlaubt. Und Frank möchte vielleicht auch mal ein bisschen eskalieren. Er möchte nur, dass man es ihm befiehlt. Ja, einfache Ausführung. Yep. Ja. Dann habe ich hier nur noch einen kleinen Funfact zu der Sendung. Und Flo, du weißt das wahrscheinlich besser als ich. Aber wenn man nach der Veröffentlichungsreihe geht, ist das die letzte Folge, wo Spearchucker als Charakter da ist, ne? Genau.
Und er hat ja diesmal tatsächlich eine größere Rolle, sage ich mal. Also er spricht wenigstens ein paar Sätze. Ich fand es ganz schön, ihn hier zu sehen. Schade, dass er jetzt weg ist. Ja, aber er wird, glaube ich, auch nicht so sehr fehlen. Dafür haben wir aber ab der nächsten Folge jemand ganz Besonderes dann dabei. Mhm. Ja, mit schicken Halstuch. Ja. Ja. Und an Ananas. Eine Ananas? Bevor wir zur nächsten Folge durcheskalieren, lasst uns diese mal zu Ende bringen. wollen wir zu einer Bewertung schreiten? Ich finde es übrigens vorbildlich, Dela, wie du dich inzwischen bei den Moderationen raushältst. Das ist, das ist also allergrößte Selbstbeherrschung auf deiner Seite. Ja, dann würde ich mal wieder anfangen. Ich fand die Folge soweit ganz gut. Die war auf jeden Fall unterhaltsam. Die Nummer mit dem hippokratischen und hypokritischen Eid und war jetzt richtig, oder? Und überhaupt das Democratic Plumbing in Action und so weiter, das waren so viele, viele Momente, die mich wirklich sehr gefreut haben, viele lustige Sprüche und weil es war jetzt auch nichts großartig, was mich wirklich sehr massiv gestört hätte. Von daher würde ich sagen, gebe ich 4 von 5 nächtlichen Blutzapfaktionen. Da klaut er mir meine Bewertung. Entschuldigung. Dann bleibt mir wieder nur der Pisseimer, wa? Und zwar wie viel davon? Ein 7/10 gefüllten. Mm. Ja, doch. War eine sehr schöne Folge, fand ich. Okay. Naja, ich habe mit der Folge wieder nicht so richtig meinen Spaß gehabt. Mir war das alles zu lahm. Ich würde sagen, ich gebe auch hier wieder 4 von 10 Blumensträußchen beim Schachspielen. Weil mir war es echt teilweise zu langatmig und zu blau und insgesamt zu unlogisch. Ja, auch wieder 6 von 10 mal mehr quieken. ja, ich muss sagen. Ich habe andere Kritikpunkte, aber durchaus ungefähr. Ja, komme ich auch wieder auf 6. Es war so eine Folge im oberen Durchschnitt. Nichts super Tolles, aber auch nicht schlecht. Es war sehr schön. Und ich gebe 6 von 10 Nacktvisionen am Esstisch. Ja, das ist eine Folge, die irgendwie macht sie Spaß, ist irgendwie ganz nett und hat ein paar ganz gute Momente. Deshalb gebe ich auch 4 von 5 gesperrte Latrinen. Ich sehe es wieder so ähnlich wie Dela. Also mich hat die Folge jetzt auch nicht so gepackt. Es war jetzt aber auch nichts dabei, was jetzt schlecht war. Also Mittelmaß. Ich gebe 5 von 10 Ho-Johns in Semesterferien. Der war doch gar nicht dabei. Doch. In Ferien. Mist. Er war dabei, als sie den Gefangenen in den Sumpf verlegen. Ach, natürlich, ja. Oh Gott. Er übersetzt irgendwie kurz, ja. Gut. Dann haben wir die 10. von, wie viel waren es, 470 Folgen hinter uns? Das hatten wir unsere Lieblingssätze aber gar nicht, Mist. Die 11. Entschuldigung. Ja, 251. Ich wollte gerade sagen, hat jemand noch einen Lieblingssatz, den er oder sie loswerden möchte? Alex zum Beispiel. Ja, gute Nacht, Darling. Du bist und bleibst der Größte. Mehr! Mehr schließe ich mich an. Na, einen habe ich hier auch noch in der Rede, wo sich Margaret und Frank darüber unterhalten, wie unmöglich die anderen doch sind und beim Reden über deren, über ihre spirituelle Reinheit und deren Verkommenheit immer rolliger werden. Dann er sagt, so was jetzt 11 Stunden Schicht, ohne dass ich dich berühren darf. Und sie sagt, there's always the coffee break. Wobei ich noch einen hätte für Freunde der Hochkultur. Beim ersten Gespräch bei Henry, wo Raider dann auch zwischendurch wieder auftaucht, sagt er auch noch, Ours is not to question why. Das ist eine Zeile aus dem Gedicht The Charge of the Light Brigade von Alfred Lord Tennyson. Könnt ihr ja mal nachgucken. Glaube ich dir auch so. Okay, ich muss jetzt gerade mal sagen, nur noch mal zum Abschluss, ich habe mir gerade den hippokratischen Eid durchgelesen, wie er richtig steht. Komplett. Du wirst also nicht den Blasenstein entfernen. Nein, ich fand sehr schön, mich enthalten jedes willkürlichen Unrechtes und jeder Schädigung, auch aller Werke der Wollust an den Leibern von Frauen und Männern, Freien und Sklaven. Kurzum, Hawkeye hat verkackt. Ja. In diesem Sinne ist das, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
Also macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Ciao. 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 Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mesh unter Messer. Wir wollen heute mit euch über die Episode 12 der ersten Staffel reden, im Deutschen Lieber Papa, mir geht es gut, oder einfach die erste Dear Dad-Folge. Und dazu begrüße ich die Alex, den Gregor, den Raphael, Sappo. Und den Flo. Und ich bin die Dela. Ja, wir haben hier das erste Mal ein Element, das wir in der Serie öfters kriegen werden, nämlich die klassische Brieffolge. Denn Hawkeye schreibt zur Weihnachtszeit einen Brief nach Hause an seinen Vater und erzählt so die, ja, dreckigen, die beschissenen Momente. Er erzählt von Überlastung, von Klinger und allen anderen, die im Camp rumlaufen. Aber natürlich auch von den guten und witzigen Dingen, die so passieren. Und ja, wie gesagt, das ist ein Konzept, das uns noch öfters begegnen werden. Aber in der Folge ist es hier tatsächlich das erste Mal. Ja. Toll, ich mag diese Folgen. Ja. A, mag ich Weihnachtsfolgen. B, sind die Briefe an den Vater immer sehr gut, die Folgen. Und wir haben ja noch, wir lernen ja noch jemand Neues in dieser Folge kennen, der ein tolles Halstuch trägt. Oh ja, ein wunderschönes Halstuch. Ja. Sein Glückshalstuch. Klinger ja. Ist da. Aber wir hatten Klinger ja schon mal. Ja. Wir haben, das ist noch nicht richtig eingeführt. Ja. Ja. Nackt mit Tradri, Trara, der Feind ist da. Ah, verdammt. Da war ich nicht dabei. Verdammt. Oh. Ja, geht mir ähnlich. Gedacht, das war die erste. Weil die erste DVD ja immer noch unwiederbringlich in einem kaputten Laufwerk steckt, konnte ich das auch nicht sehen. Aber es ist übrigens tatsächlich schon richtig, es ist eine der wenigen Momente, wo Klinger nicht in Frauenkleidung auftaucht. Stimmt, ja. Jedenfalls aber keine in, sichtbare. In den frühen Jahren zumindest, ja. Frühen Jahren, ja. Oder er weiß, was er drunter trägt. Ja, das stimmt, aber wir sehen ihn erst sehr viel später in der Serie wieder in Uniform. Aber es wobei ist wichtig, dass mit dem, was er drunter trägt, denn dieses Problem wird später nochmal thematisiert. Ja, ja. Unter welcher ein Problem ist. Eben. Es ist einfach ein schönes Halstuch. Wobei ich aber im Anfang dann sofort an Klinger denken musste, bevor ich ihn in der Folge gesehen habe. Weil? Nämlich am Ende dieser 3-Tage-Schicht, als dann Hawkeye ja schreibt und sagt, why don't I put on lipstick and earrings and try to get a discharge? Stimmt, ja. Ganz genau, ja, ja. Ja. Das ist richtig. Ja, aber eigentlich generell, die Folge ist ja nur eigentlich ähnlich wie der Film, eine Aneinanderreihung von Episoden, die nur von diesem Brief verbunden werden. Richtig. Aber wieder mal hat es die Serie besser gemacht als der Film. Oh ja. Auf jeden Fall. Ja, ja auch hier möchte ich wieder die Lautsprecher-Durchsage nochmal hervorheben, weil wegen der vielen Leute, die sich letzten Sonntag so geärgert haben, wird der nächste Sonntag ausfallen. Ist durchaus eine Ansage, mag ich. Ja. Die hat einfach so viel Wahrheit. Ja, ich mag Sonntage auch nicht. Das ist mein Problem. Geärgert? Ich dachte, es wäre wegen boring. Weil okay, im Deutschen war es geärgert. Ja, geärgert war es in Deutsch, ja. Aber wir haben ja, glaube ich, tatsächlich ganz viele schöne Szenen. Also zumindest, ich mag die Folge wirklich sehr. Wo eben wirklich so die zwischenmenschlichen Sachen auch rauskommen. Oh ja. Ich nenne jetzt bloß mal ein paar Episoden, ihr könnt mich da gerne ergänzen, weil ich nicht alle mehr auf die Reihe kriege.
Es ist, glaube ich, in dieser Folge, wo Vader sein LKW, ist das richtig? Sein ja, Ding? Oh ja. Das fand ich absolut genial. Also, wie Vader, sie die Röntgenbilder. Wollte ich gerade sagen, wie sie Kiste auf die Röntgen legen. Und du siehst da das Lenkrad drin und so. Mit Colonel Henry. Und dann lässt er sich beim Verpacken helfen für Spielzeuge. Genau, ja. Und wie sie sich auch vorstellen, wie irgendwann er seinem Briefträger sagen wird, hey, du hast mir mein Auto hier zu sehr geschleppt. Du jetzt noch eine Bandscheibe vorhaben. Ja. Rückwirkenden Leistenbruch. Das ist großartig, oder? Ich fand auch schön diese Erwähnung, das war im früheren Kriegen bestimmt auch schon so, bestimmt hat ein Mitarbeiter von General Lee ein Pferd Stück für Stück nach Hause geschickt. Washington war es, glaube ich. Aber, ja. Was ich aber auch toll fand, dass tatsächlich nur durch eine kleine Szenenaneinanderreihung Trapper endlich mal deutlich mehr Charakter gekriegt hat, als er nämlich gezeigt hat, dass er dafür die Kinder kostenlos den Arzt spielt und er macht damit bestimmt so 5 bis 10 Lächeln pro Tag. Ja. Das fand ich so toll, vor allem, weil das klang bei Hawkeye, also irgendwas im Deutschen, so ein bisschen neidisch auch, dass er das macht. Also ich mochte auch die Szene mit dem Kalb auf dem Arm. Ja. Und er bekam eine Gallone Muttermilch. Nein, aber tatsächlich, auch Trapper hat ja auch für mich sehr viel an Sympathie gewonnen. An Hintergrund, also das war eine schöne Szene. Einfach die Facetten sind breiter geworden. Auf jeden Fall. Ja. Und übrigens, ich denke auch noch sehr am Anfang, als die dann versuchten, den Weihnachtsbaum da ins Messezelt zu kriegen, auch wieder eine Lautsprecherdurchsage, als rauskam, das Mesh hat einen Glee-Club, da war ich dann ja auch sehr begeistert. Das sehen wir bald in der Mesh-Musical-Episode. Ja. Gesungene Episode, ja. Wo du aber auch gerade sagtest, dass der Faser da, also mit dem Weihnachtsbaum. Was hängt der da eigentlich in den Baum? OP-Besteck. OP-Besteck, ja. Okay. Da dachte ich mir auch so, haben sie davon so viel, dass sie das einfach so unsteril da rumlassen? Ja, aber es glitzert und so, ne, also. Was man halt so findet im Kriegsgebiet. Okay. Ja. BHs. Ja. Alle Dinge, die Freude machen. BHs. BHs, womit wir wieder. Genau wieder. Das ist einfach so herrlich, diese ganze Atmosphäre mit Weihnachten. Ja. Irgendwie. Ich hatte so lange Ohrwürmer von Weihnachtsliedern die letzten Tage. Das ist lustig, weil an mir ist tatsächlich dieser ganze Weihnachtsquatsch so gefühlsmäßig, ich habe das zwar mitgekriegt, aber dieser Weihnachtsblödsinn ist an sich für mich gar nicht so. Ja, dadurch, dass da so viel Musik drin war, war es in meinem Kopf. Ja. Aber dann kommt natürlich eins der Highlights in den ganzen ersten beiden Staffeln. Der Weihnachtsmann. Nein, Henrys Vorträge. Ja. Oh ja. Stimmt. Toll. Stammel. Und wie gespannt Raider da guckt. Alle. Ja, es müssen ja nur jetzt die genannten Personen hier bleiben. Die Offiziere brauchen nicht. Wieso sollen die mehr lernen als wir? Und alle sind nur scharf drauf, wie erzählt. Dieses Dings, also mit nicht, also kommen wir jetzt zum Sex. Aber ich würde echt. Er sagt ja Family Reproduction und dann Raiders Gesicht. So ich würde zahlen, um so einen Vortrag von ihm hören zu können. Also. Was ist denn, wenn Figur A Figur B richtig geil findet und Figur A aber Figur B heiraten möchte, aber Figur B nicht, sondern nur lieber mit Figur C rummachen will, weil die Figur C... Sagen wir Figur C, war die Ansage. Eine wunderbarere Figur hat. Aber ich finde, es eine berechtigte Frage. Ja, aber die Auflösung war ja, nach Militärrichtlinien müssen sie es dann vergessen. Aber wer was vergessen muss? Ja. Alles. Nachdenklich schädlich in der Armee. Nein, aber hier fand ich tatsächlich die Reaktion von Vader halt genial. Ja. Wo du halt auch wirklich das erste Mal merkst, wie jung er eigentlich ist. Richtig, ja. Das kommt da wirklich durch. Sein soll, möchte ich immer noch sagen, weil ich weiß ja nicht genau, wie alt der Schauspieler ist, aber dann ist es nicht gut getroffen. Also er sieht aus wie Ende 20, oder? Ja, naja, aber zumindest ja Mitte 20. Zeit. Es ist ja aber auch eine andere Zeit. Ich meine, wie gesagt, ich glaube ihm schon, dass er gerne mal an eine Frau ran möchte. Ich glaube ihm aber tatsächlich, also klar, ich weiß es besser, aber ich glaube ihm halt tatsächlich, dass der wirklich so von solchen Sachen noch nie was wirklich gehört hat und noch nie ausprobieren konnte und so. Und ansonsten zu der Besetzung. Wir leben in einer Zeit, in der 15-Jährige vom 25- oder 35-Jährigen gespielt werden. Und da ist er eigentlich noch relativ gut. Es ist halt so, wenn er seine Mütze absetzt, dann siehst du, dass er schon
sehr dünnes Haar kriegt. Aber ansonsten, gerade mit seinem Käppi auf, der sieht so klein und teddyhaft aus. Man möchte ihn immer so in die Backe kneifen. Also dieser Teddy ist eine komplette Versinnbildlichung von ihm. Ja. Hm. Genau. Ja. Überleg auch die ganze Zeit, aus welchem Radar-Plushie haben. Ja. Ich überlege auch die ganze Zeit, aus welcher Serie dieser Teddy stammt. Den kenne ich aus irgendeiner Zeichentrickserie aus einer alten. Mr. Bean? Nein. Ich wollte sagen, also außer Mr. Bean fällt mir keiner mit dem Teddy ein. Nee, da war der Teddy die Hauptfigur. Okay. Tatsächlich? Nee, keine Ahnung. Ich wusste es mal. Ich habe das mal irgendwie auf YouTube gefunden. Wenn ich es noch mal finde, schicke ich es mal irgendwie in die Gruppe oder so. Aber das kam mir in den Sinn unbedingt. Ich muss noch mal gucken, was ist. Aber jetzt noch mal zu was kleinem Ernst. Es gibt ja diese kleinen Episoden, die zwischen Klinger und Frank. Ich habe es so gefeiert, weil Frank hat natürlich verlangt, Korinthenkacker vor dem Herrn, dass Klinger dieses Halstuch abnimmt, weil es ist ja gegen die Vorschriften. Mein Gott, hätte das mal dran gelassen. Und dass Klinger ihm wirklich auf die Schnauze haut. Ja. Prügelei im OP. Ich meine, ich hätte das alles vollkommen ernst genommen, wenn es jetzt so wäre, dass die operieren würden mit Mundschutz, was sie nicht tun. Die fressen im OP, die operieren ohne Mundschutz und wechseln die Werkzeuge und so weiter. Aber das war doch auch in dem, ich möchte mal Aufwachraum oder... Ja, oder sag ja. Aber ich könnte schon, wenn sie jetzt im Generellen drauf bestünden, dass es da steril ist, könnte ich das akzeptieren. Aber es ist halt wirklich nur Korinthenkackerei von Frank. Außerdem, ganz ehrlich, sein Halstuch wird nicht weniger steril sein als die Uniform. Eben, eben. Das kommt noch dazu. Das kommt dazu, ja. Genau. Aber die Regeln. Die Regeln. Es geht ihm auch nur darum. Es ist Korinthenkackerei. Ja. Mehr ist es nicht. Aber das führt zu einer ganz tollen Szene, über die ich echt in der Folge geliebt habe. Nämlich die Szene mit dem Vater, wo die beiden kurz übereinander sprechen und auch der Vater offenbart, dass er auch wegen diesem ganzen Mist Problem hat, einzuschlafen, dass die beiden nicht schlafen können. Da wird ganz kurz und mit wenigen Sätzen aber dieses Trauma, was die in diesem Krieg durchleben, was sie immer wieder auch beschäftigt, auch in der Nacht. Das wird wunderbar kurz angesprochen, zwar aufgelaufen von dem Witz vom Faser mit der dann zählig heilige Schafe, aber dieses Verständnis, ja, ich kann durch diesen ganzen Kram, ich komme auch nicht in den Schlaf, ich bin fertig. Ja. Und Klinger hat sich damit einfach nur etwas gesucht, an dem er sich festhalten kann. Heilige Schafe war das im Deutschen? Ja. Ja, ja. Im Englischen war es Sacrificial Lambs, also Opferlämmer. Also das fand ich dann auch noch schöner. Ja, das ist auf jeden Fall schöner. Aber es gibt den Charakteren mit so kurzen Szenen einfach echt viel Tiefe. Ja, ja, und das schafft diese Serie so toll, dass sie teilweise mit kurzen Szenen, teilweise mit einzelnen Sätzen, also einfach die Autoren, was die da wirklich geschafft haben, für eine Charakterisierung in so kurzer Zeit, davon können sich so viele andere heutige Autoren, ich nenne Chipmail. Ich nenne Kurzman. Ja. Der ist ja kein Autor. Ja, komm, für mich ist er schuld. Ja, geben wir ihm noch mal Zeit. Ja. Können sich da echt eine Scheibe von abschneiden? Auf jeden Fall. Also das fand ich auch eine sehr, 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 sehr tolle Szene. Ich mag den Faser ja sowieso sehr gern, aber das war wirklich eine schöne Sache. Kurz danach kommt aber wieder die nächste Szene, die mich schon wieder ein bisschen irritiert und gestört hat, als Hawkeye Hot Lips küsst. Und zwischendurch kam ja noch der Spaß mit dem Zelt. Das zusammenbrechende Zelt. Genau. Ja, das war auch Bett schon gesägt, Kerze. Pudding im Kopfkissen. Das waren ja noch so Zeltlagerstreiche, aber mit dem zusammenbrechenden Zelt, das war schon echt. Sabotage von Kriegsmaterial. Das ist nur der Mittelbalken gewesen, das konnte man wieder aufbauen. Also. Ja, aber es sah gut aus. Das ist eigentlich etwas, für das sie wieder richtig auf den Sack kriegen müssten. Ja, das hätte vermutlich mehr Ärger gegeben, hätte es das real gegeben. Sabotage und Zersetzung, aber Hauptsache lustig. Genau. Wir waren aber auch wunderschöner Slapstick. Also da habe ich mich auch ernsthaft kaputt gelacht, muss ich sagen. Oh ja, oh ja. Dann aber kommt das wollte ich mal kurz einhaken beim Kuss, wo das der Dela gestört hat, der Kuss von Hawkeye an... Der kommt noch jetzt noch gar nicht, oder? Kam kurz nach der Zeltsache. Richtig. Nach meinen Notizen. Okay. Ja. Das hat sie aber eben auch schon angesprochen, dass sie das so gestört hat. Ich fand den gerade gut, weil das passt so zu Hawkeye. Einfach dieses Schelmische, ich mach das jetzt einfach. Und vor allem unter dem, was man ja schon weiß aus den späteren Staffeln, beiden haben eine Anziehung untereinander. Und ich fand einfach ihren
entgeisterten, leicht geilen Blick einfach danach so schön. Und wie es dann hieß, er ist ein Biest, ein wildes Tier. Und im Deutschen sagt sie so, ja, offensichtlich jedes Teil von ihm. Ja, da gebe ich dir schon recht. Das passt schon zusammen innerhalb der Serie. Aber es ist halt trotzdem wieder eine Übergriffigkeit, ja, die eine Frechheit ist. Ja, aber ihr hat's gefallen. Bin ich ganz, ja, gut, aber das weißt du halt auch. Das ist ja noch schlimmer. Da bin ich auch ganz bei Dela. Ich hatte mir auch nur notiert, Pierce wieder übergriffig. Ja, und ich habe daraus gelesen, an diesem offenbar jedes Teil von ihm, er hat sie angeschwängelt dabei. Das, ja. Also alles andere würde mich wundern. Ja. Er schwängelt immer an. Ja, er hat ja auch zwischendurch, sah man dann auch mit den Frauen. Wo eine sagte, er ist aber auch ein Süßer. Tonight at 8, and she says, I know, make it 9. Und dann sieht er die nächste Frau, sie sagt, tonight at 9, so, no, make it 10. Stimmt, das Multidating. Ja, so wie Podcast-Aufnahmen, ne? Von der einen zur anderen. Aber auch hier sehen wir natürlich wieder Hot Lips Männertyp, ne? Wir haben ja schon im Film als, oder nee, nicht im Film, in der Boxerfolge, wo der andere Boxer so auf sie drauf fliegt, wo wir uns auch nicht sicher waren, ob sie das jetzt gut oder erschreckend findet, weshalb sie da genau quietscht. Also das ist schon richtig, aber schwierig finde ich es trotzdem. Ja, ist es auch, ja. Ja, was passt bei beiden perfekt rein. Also von der Charakterisierung der beiden Protagonisten passt es perfekt. Aus heutiger Sicht wäre es sehr, und auch aus damaliger Sicht in der Realität wäre es sehr, sehr fraglich. Ja. Ja, das Problem ist, ich bin vom Dorf. Es gibt den typischen Begriff der Dorfmatratze und ich halte mich raus. Ich wohne auf dem Dorf und die suche ich bis heute. Also, du kannst erstmal deine eigene noch umdrehen. Ja, ja, einmal. Wenn du geht dich noch umguckst und die Dorfmatratze nicht siehst, dann bist du. Oder bin ich die Nutte? Das klären wir mal nach unserem nächsten Treffen. Ja, definitiv. Du hast ja einen Zoom dabei, hast du gesagt. Ich wollte sagen, ja. ihr habt ein Aufnahmegerät dabei, sagtet ihr, ne? Ich komm einfach mal nach Nordheim mit einer Flasche Wein und Mikro und dann gucken wir, was passiert. Da steht da einer vor der Tür von diesen Typen. Hat er ein Mikrofon dabei, ein gar großes? Ich habe hier noch mein Rode-Podcast. Wirklich ein bisschen so angegangen. Na gut, würde ich auch nicht. Aber dann kommt ja die Episode, die für mich aus dieser ziemlich guten Folge eine richtig schöne gemacht hat. Und das ist halt, wie wir halt Pierce sehen, wie er sich erst als Weihnachtsmann zurecht macht. Mhm. Ja. Und schon nicht begeistert davon ist, dass er das ganze Zeug irgendwie wieder abkriegen muss. Ja, nee, das ist ihm ja egal. Ihm ist ja wichtig, Weihnachtsmann zu sein, aber dann kommt halt der Einsatz. Da draußen liegt ein Junge mit einer offenen Brust. Er muss im Hubschrauber hin. Ja, muss auch er. Trapper wird es ja auch machen, aber es ist ja... Und dann nee, kommt erstmal... Ja, stimmt. Trapper sagt natürlich, ich könnte es machen. Nein, es muss Pierce sein, weil offene Brustwunde. Er ist der Experte. Genau. Ja, und jetzt kommt mal wieder der Rückgriff dann kommt auf diese den Film. Im Film ist nämlich Trapper der Spezialist für Brustkorbgeschichten. Okay. Sagt er vielleicht nur. Dafür wird er extra geholt. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber diese Szene, wo er dann mit dem... Aber jedenfalls, dann sagt er, wenn ich dich nicht mehr sehe, schöne Weihnachten. Und dann sagt er, hey, wir sehen uns doch. Ja. Sag mir das hinterher. Genau, sag mir das hinterher. Ja. Und dann auch diese Szene, wenn er mit dem Hubschrauber als Weihnachtsmann da sitzt und den Brief an seinen Vater weiterschreibt. Und dann abgeseilt wird über diesem Kampfgebiet. Genau. Und Leute im Schützengraben liegen, inklusive dem Verletzten. Ich finde, das ist ein total ikonisches Bild, ja, wie er da als Weihnachtsmann abgeseilt wird und die Leute auch so auch in diesem Glashubschrauber. Ja, so einen Weihnachtsmoment halt haben. Ich finde es auch super, dass sie ihn so ein paar Meter weiter absetzen, er hinrennt und erstmal hinknallt, weil um ihn herum so Explosionen sind. Ja, und dann da hin langrobbt, ja. Genau. Und vor allem die Reaktion von dem einen Soldaten. Ich hab's doch gewusst, es gibt ihn wirklich. Aber was würdest du sagen in der Situation? Ja, wobei ich hier sagen muss, die Szene, ich verstehe, was sie damit machen wollten, aber so richtig, naja. Ja, militärisch natürlich. Also ein leichter zu treffendes Ziel als in den Farben kann er nicht gehen. Also ich sag mal so, ich hätte das eher verstanden oder in der Dramaturgie schöner gefunden, wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt hätten, okay, jetzt ist auf einmal doch wieder Alarm und er steht dann in Santa Claus Outfit am OP-Tisch.
Ja. Das hätte ich akzeptabler gefunden. Es ist ein extra Hawkeye-Moment, extra für den Charakter. Es ist wieder diese Goofball-Badass-Zweiteilung. Aber ich sag mal, auf einer Seite, er macht nur Faxen und ist irgendwie völlig unzuverlässig. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist er auf einmal der Vollprofi, auch im Weihnachtsmann-Kostüm unter Beschuss. Eben, ich sag mal, auch wenn es wirklich um Minuten geht, dann sagt er nicht, oh, ich muss erstmal das Kostüm ablegen. Da wäre ich auch einfach nur reingesprungen. Ja, natürlich ist es ein bisschen too large, aber ja, es hat trotzdem was, finde ich. Also als Abschluss von dieser Folge hat es wunderbar gepasst. Ja. Ich jetzt persönlich. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch mal kurz noch über ein paar kleine Details. Was ich ganz nett fand hier, waren die PA-Announcements wieder. Unter anderem, das ist in der Szene mit Klinger, das fand ich ganz niedlich. Attention all personnel. When filling out the insurance form, be sure to state your age and sex at the time of your last birthday. Das fand ich ganz cool. Ja. Mhm. Militärformulare, wer kennt sie nicht? Überhaupt Behördenformulare, wer kennt sie nicht? Genau. Und was ich auch noch ganz niedlich fand, als eben Hawkeye da Weihnachtsmann spielen soll, gibt es auch wieder eine PA-Ansage, es wird auch einen Weihnachtsmann geben, wir können nur darauf hoffen, dass er nüchtern ist. Ja. Und in dem Moment steht aber Hawkeye schon wieder da und trinkt einen Martini. Hm. Sind wir jetzt an der Stelle, wo ich den Lieblingssatz habe? Arbeiten Sie als eigentliches Tier? Ich habe zwei Lieblingssätze, und zwar einmal, beziehungsweise Dialoge. Ich bin nicht einmal katholisch. Und würden Sie es gerne sein? Genau. Und natürlich, Friedensverhandlungen, da darfst du nicht einmal dran denken. Ja, wobei ich da nicht ganz klar war, ob das einfach, man darf nicht gegen... Nee, es ging darum, dann müssen wir ja nach Hause und dann haben wir uns nicht mehr. Dann haben sie sich nicht mehr, darum ging es nur. Ja, das war der eigene, aber... Es ging nur ums Poppen. Ja, okay. Der Witz ist ja, dass die lieber Poppen als Frieden haben. Ja. Ja. Ich denke dann, das Lied Ficken für den Frieden, Poppen für Südafrika. Ah, wobei mich das tatsächlich bei den beiden auch echt nicht überrascht, also... Ja, mein Lieblingssatz war ja dann wirklich zum Ende... Wer hätte gedacht, dass es so endet, dass ich mal wie ein Gartenzwerg in die Schlacht fliege? Ja, stimmt. Der war auch schön. Gut, wie würdet ihr die Folge denn bewerten wollen? 8 von 10 Nikoläusen. Ui. Oder Weihnachtsmännern vielmehr. Die mochte ich wirklich schon sehr. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich die Brieffolgen alle ganz doll mag. Ja, ich sehe das genauso. Ich mag die Folge auch sehr. Ich gebe auch 8 von 10 Briefen nach Crabapple Cove, Maine. Maine? Ja gut, in dieser ersten Folge ist es Vermont, aber später wird es immer Maine sein. Okay. Kannst sagen. Weil ich hatte mich bei Vermont noch kurz darüber unterhalten, dass Leute aus Vermont alle ein bisschen komisch sind. Ich fand die Folge auch wunderbar und gebe dir deswegen 85 von 100 nach Hause geschickten Jeep-Teilen. Ja, es ist echt eine gute Folge. Diese ganze Briefgeschichte ist toll und auch wirklich das Ende. Also es hat wirklich eine ikonische Szene. Also ich gebe da wirklich 4 von 5 Weihnachtsmann-Kostümen. Ja, ich finde es auch einfach toll. Es ist so schöne kleine Einblicke, sehr kompakt, sehr direkt, verbunden durch ein immer wiederkehrendes Element, was auch ein bisschen Einblick in die Psyche von Hawkeye gibt. Ich gebe auch 8 von 10 Einläufen. Okay. Und ich würde mich da anschließen, ich gebe auch 8 von 10 Milch- und Urineimern. Beides zusammen. Ach, Dela. Naja, oh Mann. Was trinkt ihr da im Osten? Was lockt das nicht irgendwie? Nein, aber ich muss sagen, ich fand es halt sehr schön, dass wir hier tatsächlich diese Episodenhaftigkeit haben, aber viel schöner eingebunden als im Film. Und ich mag die Brieffolgen sowieso unglaublich gern. Weil eben hier wirklich so diese dreckigen Momente im Gegensatz zu den schönen Momenten wieder sehr schön rauskommen. Ja, das stimmt. Sagen wir es so. Normalerweise hasse ich Weihnachts- und Schrägstrich- oder Episodenfolgen, aber diese war einfach genial. Gut, habt ihr noch Ergänzungen? Nö.
Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Bevor wir das aber tun, wollte ich mich im Namen von allen ganz lieb bedanken bei allen, die uns schon in irgendeiner Form unterstützt, beworben oder ähnliches haben. An der Stelle ganz lieben Gruß an den Weidinger und auch an die Blatthering-Jungs. Die haben uns beide entsprechend erwähnt und wir bedanken uns dafür ganz herzlich. Hm. Und natürlich könnt ihr jederzeit gerne euch melden und mitmachen, wenn ihr mit uns auch mal eine Folge besprechen wollt. Hm. Ja, was Dela sagt. Dankeschön. Ja. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, wir hören uns zu der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.